CPI und ein veraltetes Eis. Oh. Auf die Gefahr hin, dass das irgendwie sehr vertraut tönt. Ich kann will sagen, da haben wir doch letzte Woche, vorletzte Woche schon Erfahrungen gemacht. Ja. Also ich tue einfach zwei Mods unsubscriben, wieder subscriben und hoffe, das wird dann funktionieren. Meine instinktive Frage ist jetzt, habt ihr Steam offen, wenn der PC läuft? Nono und Shadow. Nur wenn ich am Arma spielen bin. Ja, maybe the problem. Du solltest in Steam halt einfach dann schon ein bisschen öfters und noch ein bisschen länger offen haben, damit Updates auch gemacht werden, weil Steam braucht immer ein Moment, bis es festgestellt hat, oh, ich habe ja Arbeitserledigungen. Ja, also ist länger dadurch das ein extrem aber ich erlaube Downloads im Hintergrund. Das heisst, wenn ich irgendein Spiel am Spielen bin, wird das irgendwann sicher updated werden. Ich tue es zwar immer erst 2-3 Minuten vorne auf. Ja, aber du hast ja so in der Woche immer so ein bisschen offen. Ja, jeden Tag halt, ja. Aber. Ja, aber Fatal, das Problem, das ich die letzten zwei Wochen hatte, ja. Ich habe jedes Mal 4-5 Stunden vor dem Spiel den PC schon gestartet und Steam aktiv. Und ich habe jedes Mal den Arma Launcher offen gehabt und es hat mir jedes Mal gesagt, keine Updates verfügbar. Ja, logisch, weil du den Arma Launcher offen hast. Also, wenn ich die Modlisten offen habe, also nicht Launcher, die Modlisten offen habe. Modlisten ist Launcher. Ja, eben, kannst du den nicht aktualisieren? Nein, weil dann das Spiel am Laufen ist. Steam tut kein Spiel updaten, das am Laufen ist. Okay, aber auch ansonsten ist der PC genug gelaufen, ohne dass Arma aktiv war. Vor allem, ich habe ja jedes Mal zu laufen gehabt und hatte keine Downloads verfügbar gehabt. Also ich begriff nicht, was das Problem war. Ich weiss nur, dass es seit Mitte dieser Woche scheinbar funktioniert bei mir. Aurücken. CBA. Wo habe ich die Ecke gehabt? Subscribe. Updates, genau. Update required, requiring. Geht mal schnell, eigentlich mal schnell das Plenum. Im Steam innen könnt ihr auf Arma rechts klicken und in die Einstellungen, Properties, whatever eure Sprache dort ist. Nachher im Reiter Updates, mit den automatischen Updates, führt dort höhere Priorität rein. Moment, lass mich schnell dazu machen. Arma, musst du nicht zutun, deswegen. Ja, ich hatte das Spiel offen. Ich muss das Spiel schon zuerst schließen. So, Validating Download. So. Ja, ist eingestellt. Steam, hast du gesagt, Arma anklicken. Rechtsklicken, Einstellungen. Ready to play. Ich gehe jetzt wieder das Fenster auf und dort nachher auf Reiter Updates. Weil ja bei mir dort High Priority drinnen und Always Allow Background Downloads. Eigenschaften hast du gesagt. Yes. Updates. Updated. Jetzt habe ich da noch ein Übel. Dieses Spiel immer aktuell halten. Updates werden automatisch runtergeladen. Dort sollst du auf hohe Priorität umstellen. Genau. Hat dort noch einen anderen Wert, der heisst hohe Priorität. Last Update 10.3. vom CBA und Ace 10.3. CBA. Installed Content Update 1. April. Gut. Und das, Downloads im Hintergrund immer zulassen. Habe ich gerade drinnen. Warte, ich schließe nochmal den Launch. Also rechtsklick auf Arma und dann. Aktualisierte Datum zuletzt am 27. März. Also, mir macht der jetzt noch etwas anderes. Mir sagt der UU, Underline, RHS, Underline, AF. Ja, die kannst du wegklicken. Ich bin da. CFG-Patches, irgendetwas, den kannst du wegklicken. Der RHS, Underline, C, Underline, Troops, sagt der Requires Add-on. Ja, ja. Ja, das. Es ist das Problem. Wir akzeptieren seine Meinung, sie ist falsch, aber wir akzeptieren seine Meinung. Okay. Das Mod ist depubliziert worden, hat einen Re-Upload gemacht, hat aber das als Dependency nicht eingetragen und darum schmatzt er jetzt dort. Aha. Was es bei mir im Arm momentan einfach macht, das tut mir der Clan-Tag von der SOS nicht ein. Ja, ja, es ist mal der Einheit mal funktioniert nicht. Einfach nicht.
Das funktioniert bei mir auch nochmal auch Schaltjahr einmal. BI macht schöne Spiele. Hey, ist gerade mir so. Mit dem 2.0 Plattform Update ist das mit der Unity irgendwie ein bisschen wonky. Okay, Arma hat Updates prüft und gemeldet, alle Mods sind aktuell. Bei mir jetzt auch, ich starte mal, jetzt bin ich ja gespannt. Great. Wer ist Horst da, Shadow? Yes. Der Lolcat Horst. So, Arma startet. Was habe ich verpasst? Technical yeah. Difficulties. Ah, okay. Ja, ja, Ace Version Mismatch. Vielleicht kommt es bekannt vor. Ja, aber das ist he's an old friend. Also. Or enemy. CBA und Ace unsubscribe, alles zumachen, Steam neu starten, ladet es ab, dann nochmal neu zumachen, nochmal starten und jetzt startet es Arma, sagt, es ist alles okay. Mal schauen. Willst du eigentlich noch aufschreiben? Ja. So eine schöne Bilderanleitung. Fair. Fair enough, ja. Yeah. Ich meine, so oft wie es in letzter Zeit vorkommt. Ist gerade schon ein bisschen traurig, ja. Dann denke ich irgendwie gerade oben irgendwo noch mal anpinnen. Ja, ja. Oh, und jetzt habe ich wieder keine Slots. Oh, ja, ja, warte. Das ist genau jetzt vorher, ist alles gegangen. Ja, da, warte. Ja, ja. Das ist ein normaler Moment, leider. Ich habe es mal gehabt, es ist... Dauert immer eine Weile, weißt du? Ja, ja. Ich habe es auch schon gehabt, dort ist es 5 Minuten gegangen, aber in letzter Zeit ist es immer gut gegangen, außer jetzt. Keine Panik schieben, es ist alles okay. Ja, die Slots werden nachher geliefert. Die Slots werden nachher geliefert. Früher oder später? Oh, Platz werden nachher geliefert, okay. Das hört sich jetzt wieder mal an. Oder gar nicht, so wie meine Smartphones. Mein Arma ist der Meinung, dass keiner von meinen Freunden spielt. Ja, mein Arm. Okay. Oh, ich muss natürlich noch online kommen im Steam. Da wird man ja gesehen. So, jetzt ist gar ich starte immer noch. Einmal mit Profis, nur 5 Minuten. Damit ja, ich nicht wissen, wenn ihr spielt und was. Aha. Aus Datenschutzgründen und so weiter. Ja, ja. Ja. Aha, was hast du denn? Bla, bla, bla. Oh, Mann. Ach, nur einmal. Okay. Du musst einfach offen mit dir selber sein. Wir sind auch alle offen gegenüber unseren Addictions zu Hentai-Games. Was? Nicht? Bin ich da der Einzige? Okay. Es hat jeder seine Addictions, keine Angst. Haben wir jetzt eigentlich da global gesprochen? Jedem sein Fetisch. Mein Sohn nimmt Platz. Jetzt haben wir das Gespräch über Eier. Ich meine, das ist verpassend, mein oder? Ah ja, Shotgun. Was? Samsi, du hast es gerade kurz gezogen. Nein, that's not how it works. Wo du musst, Samsi, Shotgun gewinnt immer. Nicht, wenn ich nicht an einer Squad-Leader-Briefing dabei war. Wir haben kein Briefing gehabt! Was? Jetzt ist ja noch im Boot, oder nicht? Shotgun. der Samsi hat was? 20 Sekunden Zeit gehabt? Nee. Würdest du mal jetzt den Shotgun sagen? Ja. Ja, Samsi, herzlichen Glühwurm. Willkommen, Herr Quatschleader Samsi. Warst du mich als Medic oder als Rifle? Als Schnauze. Ich möchte gerade noch in den Sinn können, etwas zu tun. Ja, kannst du dir dazu? Nein, ich muss dem Vater und Chaga seine Eier machen. Also, die Fehlermeldung habe ich schon mal gefunden. Cool. Was behalten? Wo ist sie gelegen? Unter 23 anderen Fenstern, die ich vom Arbeiten offen kann. Hast du nicht kalt in deinen Hütten und durchgezogen? Also mit 23 Fenstern auf. Wir sind wieder lustig drauf, oder? Laufen Sie jetzt? Das ist Ostern.
Hey. Langfressen. Oh, ist erst Montag. Also hey. Ich bin einfach froh, dass der 1. April da ist, aber es ist gut. Lustig war es, wo die Kindheppe gesehen hat, Osterhase und müssen suchen und am Schluss im Apfeleimer gefunden haben. Holy fuck! Ja, kann man so machen. Aber du meinst, wenn du ihn nicht findest, ist er bereits am richtigen Ort, dass er nicht auffällt. Genau. Ich kann gerade sagen. Hey, er ist ein neuer Kunststoff von Pack gewesen, also bitte. Peace wäre gewesen, wenn sie erst ausgepackt hätte und dann so drinnen versteckt hätte. Oh, noch ein paar Eier drüber, ein paar Bananenschalen. Ja, aber fulle Eier wären schon. Mit dem Kaffeesatz. What the fuck? Ja, das könnte man natürlich auch, aber das wäre ein bisschen daneben. Stratis? Gehen wir auf Camp Reagan. Camp Obite nicht. Nee, ich sollte nicht Stratis sein. Hallo, bitte mal. Genau. Nein, das Motto heute ist Blow a Ship. Also wenn wir auf Sanoa müssen Eier suchen, dann melde ich mich jetzt schon für Therapie an. Nein, das Missionsthema von heute, wie wir ja schon festgestellt haben, ist ein absoluter Evergreen. könnte mir echt jemand ja. Wir sind heute so nicht lustig drauf. Lust was? Samsi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir sind hier PMC, das ist bitteren Ernst, wir sind am Arbeiten. Also wenn du lustig willst, ich hätte ein Video, wo ein Osterhase Ballon vogelt. Ein Humor würde ich nie verstehen, ich würde es glaube ich nicht. Alles, was Bumm macht, oder? Oh Gott. Hände ist fast komplett assimiliert, kein Problem. Dann hat es zwar Bumsen, gerade bei ihm bedient. Ich hoffe, dass ich heute nicht von irgendwelchen Sprengsätzen gebumst werde. Dann können wir nachhelfen, wir haben sicher alle Granaten dabei. Ich habe gesagt, ich würde nicht. Du wolltest sagen, für irgendetwas haben wir Tactical Leads. Irgendwann noch validated. Also es nö, ist Gott verdammt, Scheißding will mich nicht reinlassen. Ich ziehe euch mal rein, Samsi, dann der Raffi, dann der Vater. Finde ich gut, dass ich... Ich bin da! Wir sind alle da. Um einen Nerf musst du dich kümmern. Ja, den sehe ich noch nicht. Ich bin auf dem falschen Platz gelaufen. Der macht Augen auf! Da bin ich doch. Ich glaube, ich probiere es jetzt nochmal. Nächster Anlauf. Die Verteilung hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich habe euch draufgezogen, es hätte mir so schnell gehen. Quatsch, Sigi, du machst das super, ich bin stolz auf dich. Quatsch, Leader. Weißt du was? Ja. Fick dich. Beefheart. Ich bin Rifleman. Nee, du. Samsi verpisst dich. Genau, wir haben heute ein Surprise-Ding. Sigi und Nono sind Quatsch-Leader heute. Make sense, ich meine, der ist schon. Oh, shit. Ah, das wäre easy Witz. Das wäre nicht. Nein. Was? Hallo? Du willst einmal eine Ahnung kriegen. Ich weiß nicht, wie es der Rest macht, aber ich bin der Medic vom Sigi. Ich bin der Rifle vom Sigi. Da steht schon fest, da bin ich schon drin. Und ich bin auf der Flügel mal rechts, wo blöd quatscht. Ja, aber da bist du jedes Mal. Okay, dann bist du auch mit der vertrauenswürdigen Führung vom Nono. Oh, passt. Nicht! Würdest du lachen? Da würden wir jetzt nicht mal viel zu denken geben. Ja, viel denkt wird in dieser Squad wirklich nicht, nein. Hallo? Hallo? Shot fired! Du musst jetzt von deinen anderen einschliessen, Samsi! Ich spiele eine Stunde gut. Shot fired! Nerf connecting. Probier jetzt nochmal, aufpassen, komm. Backbutton. Vielleicht verwünschst du mich ja zum Zeichen. Eigentlich ist es gemeint, aber okay.
Dani, möchtest du? Vor 5 Minuten hat man mir vorgeworfen, dass ich nicht mehr so Stier. Kann man sagen, Dani, möchtest du die Schaufel weglegen und aus deinem Loch rauskommen? Da verhören da in Fuß. Also ich hatte gesehen Connecting, aber ich sehe keinen grauen Player. Das kommt ja, dann kommt er plötzlich irgendwann mal. Du musst härter reiben. Yeah! Jetzt ist er gekommen. Achtung, ich ziehe ihn rüber. Juhu! Wer? Ja. Falscher Sitz! Was? Das sieht doch gut aus. So, jetzt musst du ihn noch abholen. Nein! By the way, nimm das irgendjemand auf. Ja, ich habe das Briefing machen sollen. Ah, fuck it. Oh, nein. Oh Gott, die ganze Geschichte ist irgendwie extrem gay. Komm mit SOS. Oh, ich bin schon für den Arsch, wenn du mich fragst. Okay, ich weiß nicht, was für Lachgasse ich gehabt habe. Sind jetzt alle drin? Shadow, a fucking book off the party. Shadow, ouch! Fucking hell! Oh mein Gott! Also, ich starte jetzt. Irgendetwas Senfglas. Was soll ich bitte noch platzieren? Also, ich bin drin. Sind alle an der richtigen Position? Nein! Wer wird unten sein? Ja, wenn er jetzt noch oben ist, musst du halt weiter. Nein. Es geht ja Top und Bottom. Also. Nein. Oh Gott. Nein. Break! Nerf auf die Rifle ab, Samsi oben auf den Quatschleiter, Sigi auf die Rifle ab, Jugger, wenn er irgendwann mal da ist, auf den zweiten Quatschleiter. Nein, ich nehme nur den zweiten Quatschleiter, weil ich glaube nicht, dass ich heute noch dazukomme. Das sagst du jedes Mal. Nein, wirklich nicht. Okay, dann mache ich den zweiten Quatschleiter. Ich bin am Validaten und... Ich verpflanze, weil ich gepflanzt worden bin. Bitte um Umplatzierung. Und es zeigt seit einer Viertelstunde irgendwie die Hälfte an. Also, ich würde ja gerne oben sein, aber der Nerv ist gerade oben. Shadow, wirst du mich bitte auch besetzen? Also, warte. Genau, du den Teufel legen. Halt! Das jetzt. Ist irgendwie... Okay, warte, jetzt, wo müsste Sigi hin? Auf irgendeinen Rifle oder einen... Keine Ahnung, Samsi, was ist das, okay. Sigi? Nerv muss oben. Ist er hinten, unten oder oben? Der Sigi ist ein Rifle. Genau. Sigi ist ein Rifle. Ja, gut, okay. Für einen mal nicht überlegen. Wer sind unsere Medics heute? Quatschleiter gibt's keine. Raffi Nono, okay. Samsi, obere Quatschleiter. Raffi und okay, ja, Samsi, Nono, obere ja, Quatschleiter. Und dann macht der Vater den zweiten Quatschleiter. Genau. So leid's mir dort. Okay. Also nice. Da fehlt noch relativ viel, irgendwie. Nö, fehlt nur noch einer. Chaka? Chaka. Wer hat noch zugesagt? Jugger wird in dem Fall dann noch Rifle bei uns. Ja, wenn ich sie jemals... Damit Sam sein kleineres Team hat. Aha, würdest du mal sagen, ich habe ein kleiner. Er hat dir nur gesagt, dass du grösser bist als er und darum das kleinere Team besser handeln kannst. Okay. Aha. Ich kann ziemlich grosse Sachen handeln im Fall. Das ist nicht positiv für dich! Also, ich meine, zugeben, es ist eine sehr elegante Art zu sagen, dass deine Freundin einfach viel zu fett ist. And that's a generous interpretation. Uff. Vielleicht auch schwanger? Das wäre nicht besser. Wie gesagt, sie nimmt nach der schneller ab. Fair. Aber wobei, das würde heissen, dass ich Freundin habe und das wäre schon mal ein Pluspunkt. Also, ha, jokes on you. Es ist eher ein Freund, darum weiss ich, wie er grosse Sachen handelt. Ah, ich sehe. Der Mann, der Gärtner vom Mutter oder so. Hä? Ach komm.
Was machen wir da eigentlich? Was schlechter da? Eindruck. Eben, legt los. Ich werde eventuell nachjoinen. Ah ja. Kannst du Validieren nicht abbrechen? Wir müssen nicht was abgeben. Nein, kannst du nicht. Wie lange? Wir haben kurz so etwa... Keine Ahnung, legt los. Es ist wirklich Fangst du auf einmal an, briefen. Ja, ich mache es. Hoffen wir mal aufs Beste. Also wenn ich auf der Karte bin, kannst du nachher trotzdem auf der Reifen reinkommen. Das wird funktionieren, oder? Er kann sowieso, wenn er es schafft und nicht den Nerv zieht. Gut. Aber solange wir auf der Karte sind, kannst du die Probleme wieder Cancel drücken und dann irgendwie zu fassen kriegen. Jetzt kommt wieder die Fehlermeldung, das kann man wegklicken. Ja, ja. Das ist normal, das ist Arma. Arma ist basically ein Arma ist ein Fehler. Arma ist basically ein Fehler, ja. Arma ist ein Fehler, wirklich sind wir. Never gonna give up. Never gonna let you down. Wer hat einen Evergreen gesteuert? Tut es Gedino oder was? Ja, hoffentlich nicht, sonst wäre sie abgesoffen. Ah, drum ist Evergreen. Oh nö. Wow! Ein Screenshot im Discord hat nicht geholfen, oder? Ich hab gedacht, das wäre ein Joke. Also, ich hab gehofft, das wäre ein Joke. Die Hoffnung stirbt. Wieso bist du der SOS, Kollege? Instant Regets. So, seht ihr da, wenn ich unten auf die Karte zeige? Shit happens! Nein, sehen wir nicht. Der Blaustrich dort beim... Ah, so zeichnen, ja. Genau, Deep Top ISI. Ich weiss nicht genau, was passiert ist, aber ich habe GPS-Daten von der Geospatial Intelligence bekommen. Das ist Schiffsroute, dann ist das Schiff irgendwie da komisch abgebogen und dann hat der Wind gekehrt und dann ist es wieder in die Richtung gegangen und dann... Jetzt wieder so... Macht einen sehr elaborate Dick-Joke. Es war effektiv die Route. I mean, fair. Und dann hat vor das Ship Happens. Ship Happens, das ist das, was passiert ist. Okay. Ich meine, der Arsch fällt, aber hey. Ja. Also, Ground. Ein Frachtschiff ist in Tanoa vom Kurs abgekommen und hat sich mit einer Brücke verheddert. Situation, das Ereignis hat internationale Aufmerksamkeit erzeugt. Das Schiff steckt immer noch fest, doch Behörden schirmen sich von sämtlicher Hilfe ab. Der Frachter ist von zwei Mossad-Schlepperbooten bewacht und gemäß Aufklärung hat der Mossad die komplette Brücke abgeriegelt und Checkpoints aufgestellt. Was ist mit dem Hatebone? Ja, was ist mit dem Hatebone gegen den Mossad? Die Schiffe haben effektiv Mossad geheißen. Schau mal ein Screenshot. Ich schicke dir nachher einen Screenshot. Ist okay. Go. Ist effektiv. Ist nicht wirklich. Also. Ja, ja, ist gut. Hauptsache die Juden sind schuld. Ich weiß nicht, was, aber. Gut. Der Satellit vom Energieministerium hat radioaktive Signaturen aufgepickt und jetzt wird der Verdacht groß, dass sich Atomwaffen in diesen Containern befinden. Was ist dein Hate gegen Atomwaffen? Er liebt sie. Er liebt sie, er jagt sie in die Luft. Wo ist das Problem? Eure Vision, geht auf das Schiff schauen, was dort los ist. Execution, das ist eine internationale Operation, mehrere Einheiten sind involviert. Ihr startet in der Tunova Airbase bei den Navy Seals, HQ dort oben. Jetzt habt ihr ja Karte. Ihr seid genau. Ihr seid das Inspektionsteam, das ein Strahlenschutzanzug auf das Schiff geht. Ein Helikopter wird euch abholen und zum St. George Airstrip bringen, wo ein Set an zivilen Behördenfahrzeugen und ein panzertes Militärfahrzeug MATV mit einem HMG für euch bereitsteht. Danach fahrt ihr mit diesem Fahrzeug nach Harcourt und verschafft euch einen Überblick. Verschafft euch Zugang zum Schiff. Denn wenn ihr auf dem Schiff seid, untersucht alles, was euch verdächtig vorkommt. Wir haben ein bisschen Verbindungsproblem. Hä? Must be an issue. Ich glaube, ich fliege es ein bisschen raus. Mir hat no message received for 50 seconds. Also wir hören ihn auf dem TS. Bei dem TS schon, aber... Haben das andere Players? Nö, bei mir ist gut. Digi? Ping 12? Nein? Ist gut. Hm? Was zum? Wir lassen es mal laufen. Ja, dann muss man. Genau, untersucht alles, was euch verdächtig vorkommt. Besonders grüne Container stehen im Verdacht. Wir haben leider keine Informationen über die Besatzung. Wir wissen nicht, was erwartet zu rechnen, also mit allem. Dann Administration Logistics, Bewaffnung, P90, 80 Grad, Granate, Strahlenschutzanzug. Oh,
Irgendwas ist Steam Authentication failed. Mäh. Was ist denn jetzt connected? Mäh. Digi, du noch da? Nein, ich bin raus. Ja, im TS bist du noch da. Okay, also im TS ja, aber... Warum komme ich eigentlich immer die Missionen über, wo man heisst, hier, geh mal schauen. Ja, das ist das, was Connecting wir failed. Machen. Wieso Connecting failed? I mean, fair. Dann weiter, genau. Ich bin mit der Airbase in Kontakt. Es stehen Transporthelis zur Verfügung, die man notfalls aufbieten könnte. NATO ist mit einer kleinen Einheit ebenfalls vor Ort. Und im äußersten Notfall stehen mehrere Flugzeugträger von der Pazifikflotte bereit, die innerhalb von 30 Minuten in Hanoi können sein. Aber so schlimm wird es nicht. Ich will einfach mal an alles gedacht haben. Und es ist ja eine mehrschichtige Militäroperation geworden. So schlimm wird es nicht. Berühmte letzte Woche. Ja. Ich wollte sagen, es wird garantiert so schlimm, wenn er sagt, dass es nicht so schlimm wird. Command Signal, wir stehen ständig via Funk in Verbindung. Homebox ist unter dem Callsign Gopferdummy erreichbar. Wir haben das Callsign fucking hell. Yes! Da wieder. Ja. Rules okay. Of Engagement. Fuck to hell, okay. Fucking hell. Rules of Engagement, probiert wenn möglich fucking nicht dunkel. Viel Aufmerksamkeit zu erregen. Unsere Gegner sind möglicherweise mehrere Geheimdienste und der ganze Deep State. Schön. Also gut, du alles umlegen, damit nichts mehr etwas sagen. Das ist so. Also wenn jeder Geheimdienst auf der Welt gegen uns? Das wissen wir nicht genau. Geht mal schauen. Wir müssen mal schauen. Auf ein Schiff, das wahrscheinlich radioaktiv versucht ist. Schön. Ey, no, also schlimm kann es nicht sein, nebendran haben sie ja Checkpoints aufgestellt. Also hey. Samsi. Die darf nicht schon feindliche Checkpoints. Hast du schon wieder in der Hose, nur weil ich eine Handgranate in den Container werfen mit einer Atombombe? Nein. Ah, das macht mir ehrlich keine Sorgen, weil das merken wir nicht mit. Also jeder, der Löcher im Schutz sagt, so bekommt er demnach ab da. Nein, Duct Tape. Gegen die Strahlung ist noch schnell mal gut, ehrlich gesagt. Blei, Duct Tape. Sigi, wie sieht es bei dir aus mit Connecten? Ich habe gerade mal kurz einmal neu gestartet, weil er also, hat mich nicht reingelassen. Also, und zwar jetzt geheißen Connection Failure. Von Anfang an, wenn ich wieder mal auf den Server drauf komme. Oder ist das irgend so ein, wie heisst das, Anti-Cheat-Modul? Ist das echt das, was drin ist? Nein. Na, da werden okay. Das Battle Live wieder matzen. Also Harcourt, oder wie auch immer man das ausspricht, ist das noch bewohnt von den Zivilisten oder ist das geräumt worden? Da habe ich keine Informationen aktuell. Der ganze scheiß Platz ist mit Spionen voll und du hast keine Ahnung. Ja, darum haben wir ja euch. Ihr könnt ja schauen. Wir sind Spionen für uns. Bamsi, du hast cool. Da ganz falsch verstanden. Wenn der ganze Platz voll mit Spionen ist, dann sind die Leute, die dort sind, effektiv Spionen. Also mach doch da nicht so schwierig. Und Spionen dürfen verschossen werden, oder? Genau. Nicht lang fragen, wir schiessen es einfach über den Haufen. Genau. Okay, die Mission wird fire-free, oder wie auch immer. Also eben, Rules of Engagement, wenn das überhaupt eine Variante ist, probiert möglichst nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist keine Variante. Kommen wir zu dem, was du als Plan B bezeichnest. Plan B? Warum nicht gerade C oder D? Das ist das, was wir uns nachher müssen aus den Fingern raussuchen müssen, sobald unser Plan A sein Plan B dann funktioniert. Genau. Hat überhaupt je ein Plan funktioniert? Apropos Plan C und D, was haben wir zur Unterstützung? So Artillerie, Cass oder so? You know? Ja, es steht diverses zur Verfügung. Ich muss aber zuerst ein paar Telefon machen, was genau und wenn. Das kann ich noch nicht so sagen, aber ja. Das klingt sehr... Wie gesagt, NATO ist vor Ort mit dem... Ich biete ja und sofort als Beantwortung von diesen Fragen. Ich hätte auch mal sagen, mit mehreren Flugzeugträgern, die man auf das Schiff werfen kann, passt schon. Vielleicht ist ja gar nichts los und es ist einfach ein normales Nachtschiff und ich könnte wieder heimgehen. Das ist doch alles wunderbar. Warum braucht man denn jetzt schon... Genau, darum die beiden Checkpoints. Klar, genau. Und die beiden Checkpoints. Selbstverständlich. Oh, Scheiße, es funktioniert einfach nicht. Hey, die wir sind uns aber nicht so stumm. Zum Ghost-Hase-Kunden. Shadow, ich habe hier zwei Checkpoints als Opfer markiert. Das heisst, wir wissen, dass Infanterie im Gebiet ist. Ja. By the way, Checkpoints hat dafür AD irgendwie ein Zeichen für Installation und nicht für Infanterie, aber das ist besides the point for now. Ja, das müsste ich mir mal erklären, welches Symbol benutzt. Schon wieder. Es ist ja angeschrieben auf dem Ding. Ja, ich hätte aber gesagt, es ist Infanterie, die den Checkpoint bewacht.
Ah, schön, okay. Gut zu wissen. Ja, gut, dann kann ich vorzugehen, wir sind ja gut, oder? Ich wollte sagen, es ist nur Infanterie, alles bestens. Hey, oh, wow, da startet einen Arma. Da startet einer. Ich probiere gerade wieder das Joinen, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nee. Oh Mann. Kann ich dem Raffi seine Audio-Commands auf dem Stream-Deck haben, bitte? So, das sieht jetzt schon besser aus. Warte, kann ich noch Panzer machen oder so? Machen wir es noch ein bisschen spannend. Warte mal, ich kann dir den Soundeffekt bieten. Da. Was kommt? Oh Gott. Das ist der most versatile Sound FX ever. Hm? Yes. Open with VLC. Ja, okay. Jetzt nicht mit Schiff oder so. Was? Jetzt ist das Schiff. Ah, Naval. Was machst du gerade? Hat das ganz große Karte, Schiff. Okay. Er kotzt auf Karte, weil Homebox das nicht herkriegt. Okay, dann kotzt mal. Ich bin mal auf Symbolfahrer Flugzeugträger gespannt. Wäre da okay. Oh, ah, wow. Letzte Information ist, es ist ein ziviles Frachtschiff, ja. Ah, wie gut, hast? So machen wir das. Jackal Connecting, Sigi Connected, yes, es wird besser. So, ich verrate kurz, kann ich. Wie lange muss man es nachher noch erkennen kann? Muss man nicht. Du willst Erbrochenes erkennen? Ich meine Karte drunter. Ich meine, es ist jetzt eine wichtige Frage, wie viel Brot hast du heute gegessen? So, man sagt ja, man breche Brot und verteile es unter den Armen, oder? Ja. Mhm. Also unter den Arm verschmieren. Wenn wir dort irgendwelche nukleare, sagen wir es mal so, Sprengköpfe oder Köpfe finden, sollten wir die mitnehmen, im Gegner an den Grind rühren, zünden. Das ist ganz einfach, wir entscheiden das vor Ort, weil wir sind vor technisch Ort. Gesehen mit Darwin Bay. Mit zünden wäre das Problem erledigt, dann wäre der Weg wieder frei. Nein. Ich würde sagen, wir entscheiden es vor Ort. Ich weise da mal auf das bisschen auf der Karte hin. Oh, Darwin Bay! I have a bad feeling about this. I don't. So, mal schauen, ob das funktioniert. Ja, es geht doch schon wieder los. Leg ich gleich wieder raus, oder was? Was? Nein. Ja, jetzt ist... Ja, doch. Kommt wieder. Kann das sein, dass ich vorher das Arma-Fenster nicht aktiv hatte und dann hat es dir keine Daten geschickt durch das? Das geht doch nicht. Okay, für mich hat es scheinbar funktioniert. Ja, ich bin ja drin. Okay. Die Karte. Dann kann man jetzt im Prinzip starten. Mhm. Dann machen wir das. War nicht gut angehört. Ah ja, stimmt, das hat ja geheißen P90. Ah, oh, P90 war. Hör auf, weh sagen! P90 ist geil! Das sagt ja, es ist die mit dem E-Boat ein Shitty Scope. Also ja, ah, es ist okay. Weh, aber. Nicht weh, ja, schade. So, das ist ein bisschen wie eine Propaganda. Join or die! Hey, wer bist du? Also das Singen uns gefällt mir am besten. Only means now. Wir sind schon wirklich die SOS. We the people on... Oh fuck no. Scheiße. Boah, hat nur 7 Magazin dabei. Es sind 50 Magazin, Dani. Ja, ja, ich habe alles mit dem Fatal besprochen, also. Ja, ja. Also das so ja, es hat leider nicht alles... nur am Nachschauen. Es hat alles, nicht alles in der Weste, in der Uniform Platz. Wir müssen nachschauen, wer in der Platz ist. Ja, man kann ja in den zivilen Fahrzeug noch ein bisschen verstecken. Also, euer Heli, wo euch transportiert, landet gerade dabei. Bist du sicher, dass er landet und nicht abstürzt? Der landet. Und das wäre euer Transport. Okay. Shadow? Ja? Hast du den KA nur wegen der 226er dabei? Nein. Okay. Keine Angst. Also, viel Spaß. Was, die Staubwoche dort hinten? Ja, die Staubwoche. Genau, dort müsst ihr jetzt an und einsteigen. Es hat zwei Helis noch für uns. Run, Forest, run! Hey, I have a bad feeling about this. So langsam laufen.
Wir müssen cool aussehen, okay? Leute, da landen wir ins Flugzeug. Ich bin zahlt zum Säckeln, sorry. Das ist seine Ausrede. Jeder braucht eine Ausrede. Jeder braucht ein Hobby. Rechts ist der, links ist. Test. Ja. Ja. Verstanden, Test haben wir nicht. Check. Passt auf den Chat auf. Welcher Chat? Ah, wir haben Vortritt, Alter, links Vortritt. Verstehe kein Wort. Oh, eine Lärmbelästigung da. Ja, die Idee wäre doch, dass der endlich starten kann ich nach drüber laufen. Er kann Fußgängerstreifen erfahren. Ja, ich hab's auch gesehen. Klar hat der Fußgänger technisch den Vortritt. Ich mache auf das Vortrittsspiel nicht mit einem fucking Chat. Auf einem Flugfeld haben garantiert Chat Vortritt. Ja, ich hab jetzt auch gedankt. Bin ich da im richtigen mit Profis, nur 5 Minuten. Es gibt einen falschen. Fucking hell, von Gottverdammi Verbindungskontrolle antworten. Ja, im Anbetracht des Missiles. Ja, mehr als genug Platz, glaub. Ah, warte. Verbindungskontrolle, verstanden, Verbindung 3, antworten. Ich bin eine Heli rein, ja. Verstanden, Schluss. Ah, ganz im Vorteil hat er jemals Verbindung grün gesagt. Nein! Also doch, ja, jetzt schon. Einmal mit Profis, nur 5 Minuten. Ich meine, er hat gemerkt, dass er nicht am Schluss sagen muss. Wir sind mit der SS, was erwartest du? Keine 5 Minuten mit Profis erwarte. Welchen Heli ist jetzt eigentlich mein Team drin? Wir sind komplett verteilt, so wie es aussieht. Da haben sie ihn. Wow, wow, super Schuss, wir sind noch nicht am fucking Fax. Wir sind alle im falschen Heli, gewöhne ich dran. Well. So, also. Welcome. Miteinander. Gesundheit oder was auch immer. Oh oh. Ja, fliegt ihnen an die, das ist immer eine gescheite Idee. Okay, wir gehen schon mal rein. Ah! Boom! Oh! Ah, fuck! Meine Kollegen sind bald gestorben. Fuck! Gott, Tommy! Fucking hell! Gott, Tommy! Probieren zu aussteigen, doppelt vollhämmern und weglaufen! Weißt du, wir sind mehr als zwei dort drinnen gesehen, Chuggy! Ich weiß, don't care, I'm alive, they're not! Ich bin offen für Vorschläge. Punkt für dich! Türen aufmachen, rauskumpen. Okay, blutige Schluppe. Nein, wir sind... Wir sind auf dem richtigen Weg, nehmen wir jetzt mal an. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Homebox. Das ist der Falschpunkt, du bist nicht Chef. Ich weiß schon, warum ich in den Heli eingestiegen bin. Übrigens, ich bin injured. Weißt du, unser Medic? Ja, jetzt. Raffi. Opferdami von fucking hell, bitte antworten. Ja, können wir mich schon dran. Wer ist für den Scheißflug in Verantwortung? Weisst du nicht, was du machst? Das kann ich nicht machen. Verstanden, Gottverdammt, die Hell ist ja gestürzt. Das fand ich gut, ja. Ja, fucking Hell, also, ist unmöglich. Die fliegen ineinander, das ist so nicht geplant. Ich probiere Ersatz zu organisieren. Ich habe unseren Rotrad geklebt. Was? Was? Ist schon irgendjemand vermisst? Wir wären noch mehr gewesen. Jesus, schraub uns noch, das sind vier Leute in unserem Heli. Verstanden, Gottverdammt, wir sind uns am Verarschen und warten auf neue Informationen. Los. Wieso? Du hast zwei Medikamente. Zuerst mal selber zu engagieren und dann schauen wir uns auf. Ha, ich weiß schon, wo ich in den Heli eingestiegen bin. Ich bin dran, aber ich konnte im Moment nicht gehen. Warum sind wir hier? Wir haben hier keinen Medic. Geil. Ich würde sagen, nein, da liegt es nicht.
Ja. Es ist alles gut. Irgendwie ich schon habe ich so eine Ausgestattung kreiert, als ich nicht mehr geglaubt habe. Ah, wow. Du weißt, wer steuert das Ding? Wegen sind wir elegant rausgekommen. Kann ich, aber wenn ich selber geflogen wäre, wäre ich noch nicht gestört. Jetzt persönlicher Schuss. Ein Herr namens Angelos Magnaccio. Schlechter machen kann ich es auch nicht. Schön. Ist nicht mehr drin, aber ich könnte immer noch das Infanteriefon brauchen. Cool, das heisst, wir kämpfen wenigstens... Wir haben einen Engel geflogen. Was ist das? Sind wir fucking hell oder sind wir gerade verdammt? Ich vergesse es jedes Mal. Ja, also auf gut Deutsch lassen wir rekapitulieren. Wir sind gestartet mit dem Flügel. Nein, wir sind fucking Helikopter zu einer Mission, die irgendwie ganz komisch wäre und sind jetzt im Wald und wissen nicht, was wir sollen tun. Haben wir Homebox eigentlich erreicht? Ja, Homebox erreicht, das ist mein Plan. Kannst du mal probieren? Fucking hell, für Gott, verdammt, bitte melden. Fucking hell, für Gott, verdammt, Verbindungskontrolle antworten. Ja, gut. Ich meine, jetzt die einzige logische Reaktion. Komm schon, das ist ein Long Range Fire. Also, uns für euch teleportieren. Nicht verspannen, Verbindung 0 oder so. Wiederholen. Antworten. Mal schauen, ob alle Max passen. Oh Mann. Das sind 4 leere Dosen. Habe ich überhaupt nicht. Ich bin gespannt, wie viel von den Flaschen am Ende vom Abend übrig ist. Warte, was? Hä? Verdammt! Was? Bagavulin. Verdammt! Nicht. Fucking hell, für Gott, verdammt, ich antworte. Unsere Chess legt sich mir jetzt das wahrscheinlich gerade ab. Okay, das führt jetzt zu einem Problem. Der macht einen huren frühen Flair. Dann nicht einmal einen guten. Nennen wir es logistische Engpass. Fucking hell, von Gott, verdammt, ich antworte. Warte, dann soll sie doch mir fucking hell. Ja? Ich höre einen Helikopter. Ah, Shadow ist Kopf. Ja, das sind unsere Jungs. Verstanden, hört. Verstanden, der Heli, der eingeflogen ist. Das sind wirklich unsere Jungs. Grad, ja, okay, bewegen wir uns. Verstanden, der Heli, wo ich gerade drin hocke, ist okay. Oder auch nicht. Du hockst in der Sex. Jetzt bleiben wir noch genug mit dem Weg, weil der steckt so komisch auf der Palme. Verstanden, ja, ich hocke zusammen mit meinen beiden Medics da drin und würde die anderen Hälfte aus dem Team gerne medizinische Unterstützung anbieten, falls sie welche benötigen. Und ich würde mich auch freiwillig melden, das Ding zu fliegen, weil die AI kann schon wirklich nicht zuzulegen. Zum Glück haben wir einen Special Carry Rig angehört, sonst wären wir da gewesen. Es war hart. Negativ, ich habe leider im Moment gerade keine Steuerung übernehmen, solange wir in der Luft sind. Ja, komm schon! Du musst das Ding leider landen. Ja, jetzt müssen wir uns absehen, oder was? Ja, weißt du, das könnte nur einfach abschiessen, könnte schon haben. Okay, Leute, Shadow, probier das Ding zu landen, suche Deckung! Oh oh. Shadow ist nicht mal in der Nähe, ist sie vom Pilot Training, oder? Nö. Nee. So, mal noch die Flugskills raus, jetzt ist Merrick nicht da. Ich kann es mal gefühlt. Keine Ahnung. Das passt schon. Ja, ich bereue es jetzt, dass er bei mir eingestiegen ist. Nein, man kann die Türen aufmachen. Wenn er schon ein Pilotentraining hat, hätte er einfach den Autohover-Türen nicht durch, ein bisschen navigieren und nach oben runter. Also. Ja, das ist ein Mod. Ist der Heli da dabei? Das ist noch cool. Aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt irgendwie einen Klick in Pampa rauslatschen. Weißt du, vielleicht wäre es ja auch cool, wenn ein leerer Heli rumstehen würde, dann könnte ich ihn spielen. Nerf. Ist er lösig? Ja. Hallo? Wieso haben wir das über den Boden über? Haben wir das gehabt? Ja. Wir sind crashed, wir haben es überlebt. Verletzt, aber... Ja, ich hab's gesehen. Hallihallo! Grüezi, die Herren. Was hab ich? Nicht. Alles gut. Er hobert nochmal so lustig über den Boden. Du spielst gerade runter und steckst den Kopf im Boden. Ah. Nicht wirklich. Oh fuck, wir haben das Ding nicht. Ding? The Advanced Movement. Meine Herren, bitte alle einsteigen. Ihren nächsten Flug richtigen Airport und nicht den fucking Boden. Fahrt bald ab. Warte, fliegt. Flügt. Oh mein Gott. Ist das da hier richtig? Das Problem ist, wir haben nicht genug Platz. Also jawohl, wenn er da die Kuh beordern würde, hätten wir genug Platz. Ja. Können wir sofort antworten.
Wirklich mal, dass es ein Lustding so stinge. Verstanden, wenn du den AI zum Heli rausnimmst, haben wir sogar genug Platz für alle Antworten. Verstanden, warte, Moment, ja. Wenn ich fliege schon bis zum anderen Airport, da kann nicht das Problem sein. Da haben sie von Vater Antworten. Da haben sie gehört. Verstanden, wir haben das sonst einen zertifizierten SOS-Pilot, der einen Itchy Triggerfinger hat und will fliegen. Für den Fall, dass du nicht willst. Schluss. Verstanden, aber ich will da mal. Hört ihr mich wach? Ja, sind da nicht drin. Ich will nicht den Sansi als Pilot. Wobei Nerven. Drei, zwei, eins. Nee? Du, aber können wir immer. Ich werde dich teleportieren. Das sind wir ja, von es ist die einzige Wahrheit im Flügen, aber guckt man immer. Der AI ist jetzt ganz durch. So, sie sind also, wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich da drin und wie viele Leute fehlen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich teleportiere, glaube an. Ja, weil es hat nämlich niemand All-In gesagt, Samsi. Wieso denn die anderen drei Teile teleportiert? Sind alle da drin gesehen? Ja, Raffi, Samsi, wir sind sieben, wir sind alle. Ja, zwei davon sind AIs. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sehe. Ich? Und ich weiß nicht, wann ich meinen Flugstil falsch finde. Was du fliegst? Kontrolliert, dass es nicht abstürzen wird, er besser, oder? Fucking Idiots, von Gott verdammt, bitte neue Helikopter schicken. Ich habe eine Linie gezeichnet. Das ist lieb von dir. Genau, er hat eine Line gebaut, du musst nur noch entlang schnupfen. Genau, und jetzt geradeaus. Die hohe Scheissmülle bietet noch nicht mal aus fucking Pax. Nein, eben nicht. War ein Pain. Machen wir mal Torenpropfen neu. So. Ich finde es irgendwie interessant, es hat kein Pax, aber es hat ein Infanteriefon. Ein was? Infanteriefon, das Telefon an der Seite, wo man von außen her kann mit der Crew reden kann. Okay, das ist aber cool. Ja, klar. Wenn du ein Ding, wenn du auf den Strich und Querstrich überfliegst, ist es Zeit zum Bremsen zu suchen. Ah ja, Captain, noted. Aber geht noch eine Weile. Kannst du noch Gas geben. Ja, ja. Zu unserer Linken sehen wir schwer beleuchtet, schon mal unser Zielschiff. Du bist gar noch nicht da, du bist im Helikopter. Aha, schießen sie auf uns. Nein. Noch nicht. Okay. Wenn noch nicht, klar sehen wir es. Aber wie man Flugzeugträger... Hast du ernsthaft ein Flugzeugträger genommen als Frachtschiff? Ja, ich frage mich gerade auch. Ja. Ja, hat er. Ist doch cool. Ein Flugzeugträger mit Container drauf ist ja hure geil. Musst du mal überlegen, was du alles könntest du auf so einen hohen Flugzeugträger draufladen? Also, die ganze SOS, etwa 20 Mal. Ich meine, moderne Frachtschiffe von der Extra-Klasse sind deutlich grösser als bestehende Flugzeugträger. Super. Nee, würde ich jetzt nicht mal wetten. Also ich meine, die Supercargos sind 2-3 Mal mehr Tonnage als die aktuellen Flugzeugträger. Ja, es gibt ja auch schon Tonnage und Fläche. Tonnage und Größe sind zwei Sachen, aber ja. Jetzt musst du leicht links heben, dort fahren sie erst den Flughafen. Ah, das es wäre dann Zeit zum langsam bremsen. Ja. Ja, aber nicht zum Damen. Doch. Und jetzt Bäume.
nachher nicht mehr. Ich habe heute schon einen Heli-Absturz überlebt. Ich überlebe den auch noch. Yes. Nein, wenn ich will, dass du nicht überlebst, überlebst du nicht, glaub mir. Bring it, bitch! Ramsi, das Mal haben wir Medics dabei, nicht so wie vorhin. Fair. Also, Sam, sie jetzt schon fertig gebracht, sich zu verletzen und mit dem Helikopter einsteigen. Was? Nein, stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Er hat einen kaputten Arm gehabt. Okay. Hey, der Anflug sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wann ihr gegen meinen Flugstil habt, okay? Moment, nicht vorher. Hat es irgendein komisches Fahrzeug? Machen wir das mal platt. Oh Gott. Instinktiv ist das unseres. Absolut. Ich will das echt krank da hingehen, hör auf! Ah, ich sollte vielleicht noch Dings rauslassen. Die Landing-Gias. Touchdown, Medals. Touchdown, ladies and gentlemen. Servus. Du hast einen nervös, hä? Vielen Dank, dass ich mit Sunsy Airlines geflogen sind. Schöne 5-Sterne-Bewertung auf Yelp. Und bis zum nächsten Mal. Super, aber das muss man ihm lassen. Für die Landung bekommst du 3, take it or leave it. Ich bin super Das ist mindestens ein 4 oder 3,5. Ja, 3 von 10, okay. Vor allem die über den Flug gestellt, wo man irgendwie einen Meter über den Boden noch hergelegt hat. Aber er ist super runtergekommen. Also es ist nicht kaputt, das ist schon mal etwas. Ich meine, es ist besser als ein Nono seine Landung. Ich habe nie behauptet, wie ich fliegen kann, das stimmt. Ich habe nie eine von Lonos Landungen gesehen. Ich habe ganz viele Crashes gesehen. Also, das ist auch bis jetzt habe ich mit dem Auto immer noch gesehen, abheben Richtung Mond. Also sehe ich das richtig, dass wir da einen Hunter zur Verfügung haben und sonst nicht, oder wie? Und die Fahrzeuge da hier, hat er aber gesagt. Ja, aber ich will zwei Hunter, oder? Ist ein Hunter? Warte. Ja, ist ein Hunter mit HMG. Ja. Ich habe einen Hunter, tschüss. Nein. Ja, wir hätten da noch... Ja. Da noch mit ein bisschen Stil reisen, wenn wir wollen. Wir sollten ja eigentlich unauffällig bleiben. Nein, ist doch unauffällig. Ja, unauffällig wären da die Regierungschip tipptopp. Ja, also nehmen wir mal beide die Teilnehmer in den beiden Teams auf, wo wir sind. In welchem Team bin ich? Fatal, du bist rot. Wo ist der Fatal? Dein Team ist rot, wir sind blau. Wir sind nicht in der gleichen Fatal. Ich sagen, wir sind nicht im gleichen Squad. Könnten wir uns nicht noch joinen irgendwie? Ja, gut. Ja, können wir eigentlich. Er geht Sinn. Würde eigentlich noch Sinn machen, ja. Ich würde es erst Ding fragen, ob er nicht irgendwelche Skripte schiessen. Herr von Vater, antworten. Ich habe verstanden, antworten. Verstanden, da wir wissen, dass du so der Script-Kitty vom Dienst bist. Wir haben gerade darüber nachgedacht, unsere beiden Squads zu einem zusammen zu joinen. Macht ihr das irgendwelche Skripte kaputt? Antworten. Verstanden, ist alles gut können zu machen. Ich habe nicht so viel Skript für die Mission. Antworten. Verstanden, Schluss. Wir machen ihm kein Skript kaputt. Gut, how? Wir joinen am Samsi. Okay. Bin ich gut. Go red. Raffi, wärst du da? Gut, du bist eh schon bei mir in Deutsch. Okay. Gut, also. Kann ich nicht joinen. Blau. Oder bin ich schon bei ihm? Ah, okay. Ja, du musst einfach nur noch auf blau wechseln. Und ja, dann... verstanden, wie blau. Unauffällig hat er gesagt. Unauffällig, yay! Disco! Sie ja. Sag, der Christbaum ist nicht sehr auffällig, oder? Nein, passt schon. Jetzt tönt das Ding auch noch. Das ist die Ambulanz gewesen. Also. Okay. Fernlichter, ja, angenehm. Oh, ich bin hinten in einem Missproblem. Hast du das richtige Fahrzeug, bitte. Dankeschön. Raffi, du fahrst. Also, dann lass den Raffi fahren. Habe ich nicht noch einen dritten? Ah, da. Nevermind. Also, wann habe ich jetzt eigentlich bei mir? Ein Jugger, ein Sigi. Ja, auf Raffi, gut. Und wann noch? Genau zu den Tieren. Vater, dein Team fährt voraus, wir fahren da hinten drin. In den Augen, wenn ich eigentlich am anderen Team sind. Wir fahren vorsichtig mal dort hin. Also, wir nehmen jetzt den Hunter nicht mehr. Gut, Raffi im hinten drin. Man könnte ihn gar nicht mitnehmen, wenn er so, wenn er jetzt dort steht. Der Krebs sieht recht an, du. Ja, die laufen gut. Wenn ich 4 kaputt gehe. Kann ich navigieren? Ja, Chevrolet, gell? Ah, Shippy jetzt. Ja, genau. Sind nicht darum. Heavy Machinery. Aha, das sind wir. Ja, gesehen.
Ja, ja. No okay, shit, auch. Sherlock. Hä? Wie kann die repariert werden? So. Oh Gott, die also, ist die Arme ist das ein komischer Weg zu sagen, es hat Mine? Erwartest du auf Metall? Da haben sie von Vorteil, du solltest auch irgendwo Haltelinie oder irgendetwas her tun, wo das man so anhalten. Schluss. Stress mich nicht, drümmel da Schrott, was ich gerade mache. Wichsen und allein sein. Gibt nicht, ja, zwei Kampagnen. Oh, nee. Was ist heute Gate Show Chaosen? Die einzige Einwohner mir. Wenigstens ist eine Gatewurst. Wie beim Nono bin ich mir nicht ganz sicher. Und bevor das Dorf belebt ist? Ich habe keinen Plan. Fahrzeug, wie wär's mit Plan reagieren? Nein, ich meine, weißt du, der, der actual wirklich da ist, betrogen. Zu uns und so. Nein, es geht mir um etwas anderes. Ich habe tatsächlich mal einen Unfall gebaut in einer Mission. Kann ich. Also. Ich mit Autos, weil ich absolut... Wie sieht dein Auto aus, als würde das die ganze Zeit nach rechts korrigieren? Es ist komisch. Es tut einfach ab und zu spontan nicht mehr reagieren. Vater okay. Samsi, ich habe auf der Karte einen Punkt mit Autos markiert, wo ihr bitte parkieren solltet. Vielen Dank, antworten. Oh, nein, im Gegensatz zu dir kann ich im Arm fahren. Also. Verstanden, habe ich gesehen, wird es ein Fahrer. Wie sieht nicht ganz genau aus. Das ist schon irgendwo was? Haben wir ein Auto, das wir sollen. Wer parken jetzt eigentlich auf seiner Tastatur? Und weißt du, das klacken, Schöne bei mir ist ja, das in der Regel. Ich bin am Arbeiten. Du bist am Arbeiten nebenbei? Ja, ja, klar. Ja. Ah, schön. Glashäuser und ja, wirst du nicht zahlt fürs Game? Nein. Ja, doch. Was? Machen wir wieder Zeit fürs Game? Okay. Da links. Noch nicht viel Zeit gehabt, von dort her. Ja, kommst du zu Swisscom arbeiten? Nein, wir sind schon in die Luft gegangen. Ja, du schon, ich nicht. Packe ich neben denen. Bowser. Aber es hat gut geleuchtet für hinten. Unauffällig, und er hat den Christbaum an. Ja, wir sind noch aussteigen, dann schaffen wir es vorbei. Ja. Jetzt ist wieder Spass. Ich bin schon wieder ready. Wie ist denn mit unauffällig? Wir sind nur noch fällig. Wir sind nur noch fällig? Ja, klar. Peter Dollocks. Was war nochmal mit den Checkpoints gewesen, dort auf dem Briefing? Ich muss mal schnell hingehen. Der Christbaum brennt. Die Checkpoints sind feindlich und wir werden jetzt entweder umgehen oder absolut rund um den Boden verschiessen. Einfach rund um den Boden verschiessen, weil umgehen ist nicht wirklich. Ja, ist so. Wirklich. In dem Fall, wir ja, wir müssen sie angreifen, aber ich würde die Stadt vor... Also, die Stadt, Dörfli. Ich würde es eigentlich umgehen und am Hafen entlang gehen. Kannst du nicht, kommst du auf die Brücke. Ja, ich kann mir sagen, und dann schiessen sie uns in die Brücke. Der Checkpoint ist der Aufgang auf die Brücke. Ah, fuck. Okay, ja, nein, dann gehen wir den fastest way dort hin, über die Straße. Sie würde ich mit diesem machen. Einmal quer durch die Stadt, da rollst du nicht... Irgendeinen Grund, warum ja. Das mal... Willst du im offenen Approach oder willst du mit Deckung? Vertraubar. I see your point. Fall. Let's go. Ich kann mir sagen, in so Sachen vertraue ich dem Jugger relativ weit. Einfach können noch. Ja, der ist der Kugelfan. Ich vertraue einfach nicht blind und würde gerne einen Grund wissen, damit ich nächstes Mal den Grund auch mit überlegen kann, you know. Ah, ja. Von einem offensichtlich so der Grund. Das nennt sich Lernen, hm? Weißt du? Heizwege, ho. Oh Gott. Ja, sie sagen nach einem Grund, warum du mit zur Stadt durch willst. Ist eigentlich obvious, aber... Hä, hey, was? Also, warum ich durch die Stadt will? Mhm. Ja, es ist eben, wie gesagt, willst du Steckung oder willst du im offenen Nummer rennen? Ist eigentlich obvious, nur. Nach der Tank. Also, wenn es noch viel nicht erzählen hört, bis der Checkpoint schon auf 3 Kilometer kommt. Ja. Also, dann umposaunen, dass wir um sind, müssen wir dann nicht. Wir sind nicht stealthy, aber wir sind jetzt auch nicht gerade ein riesen scheiß Karneval. Seht auch, wo mit dem fucking Christbaum daher gefahren ist. Hast du schon mal einen Regierungs-Jeep gesehen, der das nicht macht? Okay, wir haben sogar Glück, Gebäude tun schön unseren Approach decken. Damsi, wir können im Fall gab sogar die Gebäude dort hochkommen und von dort aus für die Gegner öffnen. So richtig Gangster-Style antworten. Das klingt doch geil. Verstanden, ja, das klingt nach einem feasible plan.
Dann tut sich die kleine Gruppe dort oben positionieren, während der Gruppe dort theoretisch dann kann angreifen. Ah. Ja, gewöhnt euch daran, dass wir wieder einen vernünftigen Laufweg suchen. Wir können über das Zeug drüber klettern. Ja, haben ihm noch gesagt, er soll den Huren Motor reinnehmen. Sind wir wieder alt und unbeweglich geworden? Yes. Low Asthmatic Jogging Simulator. Hey, leg dir mal los, ich geh noch schnell zum Waffer. Dann können wir Ruhe. Geht rechts, ist ein Aufgang. Blaues Team kommt mit mir, wir versuchen irgendwie auf das Dach zu kommen. Waffe, wo ist der Nerv? Gut. Gut. Nevermind. Du sollst progressieren. Ja, komm los. Zwei Tote. Also in dem Fall können wir mal nicht mehr passieren. Nein. Muss noch einer sein. Wenn es glaube ich nicht mehr ja, so. Hören. Wahrscheinlich hinter der Abdeckung. Aufgang vorne. Mhm. Oh, bang auf. Autsch! Links irgendwo. Die mögen uns nicht. Hol doch gerade links. Oder sehe ich recht wenig, he? Crossing. Mac. Geht links, ist Kontakt. Übernehmen Point. Klar. Fahren zurück. Hat schon Buchst du helfen? Ja, man kann glaub, schon wieder an, wie die Schuh aufkommt. Oh ja, nein, nicht die Beste. Mal schauen, was sie vielleicht haben verwünscht. Übernehmt dich bei. Der Jagger hat uns nur wollen loshaben. Ja, hätte ich. Okay, gibt dir noch Schmerzmittel, bleibst du da? Hey! Nimm 2, wir rocken wieder nach. Gut. Nurse down. Merci. Was sind das für Dudes? Ja, dann lies ihn auf. Was auch nachher tun? Mitnehmen. Was mach bitte? Was sagt man voll? Team 2, wir haben mal down. Wahrscheinlich Verletzung vom Extremsportarten wie Klettern. Ja, wir haben ein Combo, wir haben Ding, einen Außenposten aufgerieben. Also woher das sind mehr oder weniger intakt, antworten. Willst du schon mega auf mich rumhacken, dass mein Team unfähig ist? Dann hättest du absolut recht. Vielleicht mal draußen rum. Oh je. Yeah. Ah, geht nicht. Was sind jetzt wir schon wieder? Fucking hell, hä? Gott verdammt für fucking hell, wir sind am... Zielort Aachen, also die Stadt Aachen und haben schon mal einen Außenposten auseinandergenommen. Antworten. Dann jetzt sind am Zielort Aachen und haben einen Außenposten auseinandergenommen. Bestätigen, Schluss. Raffi, rühren da irgendwo in die Deckung rein und flicken schnell zusammen. Fatal, wie sieht es bei euch aus? Was irgendwelche Feindkonzikten. Ja. Hi. Nein, wir haben Feindkontakt gehabt und erledigt. Im Moment schießt nichts auf uns. Wenn du es fertig bringst, alle hier zu bringen, dann langt eine Granate, damit wir tot sind. Ja, nein, es geht auch. Muss ich sie werfen, um zu demonstrieren, oder suchen sie nach einem anderen Ort? Nein.
Gut. Du willst vielleicht mal melden, dass wir den Außenposten hochgenommen haben. Alrighty, faster than you. Sobald wir da fertig sind, mit dem Nerv wieder aufstellen, begeben wir uns da über die Brücke und versuchen auf den hohen Schiff zu kommen. Ich habe meinen Ämter angekleidet, die Heife und ist in die Wäsche gegangen. Ich sollte, glaube ich, genug sein, dass wir einfach drüber latschen können, hoffe ich. In Kettles ist auch nicht unbedingt mit dabei. Und meine Augenklappe habe ich auch irgendwo liegen lassen. Wenn sie auf Eis spielen wollte, hättest du ja, von Hause sehr gut dich anmelden. Haben sie von Vater also vorne gesehen, aus, als könnten wir etwa mit die Brücke auf den hohen Flugzeugträger rüber. Heißt aber wahrscheinlich, dass wir den zwei Checkpoint noch dürfen. Du hast es gerne nicht. Ich bin verstanden. Ich bin nach der Treppe aber komisch glitscht und dort bin ich mal umgefallen. Ich habe in der Mitte ein bisschen uns anlegen und langsam vorpirschen und die unter Beschuss nehmen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Danke. Gut, now we're still ready. Let's go. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das gegangen ist. Ich bin einfach umgefallen. Wollen wir noch einen Shotgun mitnehmen? Was? Ja, wir haben den Groot mit untergeschlagen, den Master Key. Ich sehe gerade keinen feasible Grund, außer den Nahkampfvorteil. Du hast von mir die Erlaubnis, die Waffe zu wechseln, aber nicht motzen, wenn du keine Munition hast. Dann halt noch da hinkommen und zusätzliche Dinge, Penins-Magazin aufsammeln. Ich habe zusätzlich bei der Bombe gehört. Ja, ich kann wieder sagen, da bin ich sofort da. Ach, da können wir jetzt gleich wieder geiern. Natürlich. Passt leider nur noch eins mit der Uniform. Hä, warum kann ich keine mehr nehmen? Also wenn nur eins vorgeht, dann komme ich gar nicht. Mein Assault-Pack ist geröstet als leer. Ja, mein eben auch. Hä? Wenn nur eins vorgeht, nehme ich sonst auch noch einen. Ich nehme noch ein paar Bandagen mit, wo ich... Aber das GPS kann ich, aber die Munition geht nicht. Okay, dann halt nicht, ist okay. Ist okay, dann halt nicht. Ah ja. Whatever. Hat er noch 3 Magazin. Werde ich noch wieder aussammeln, jetzt ist die letzte Chance. Sie stellen wir uns in einer Reihe, Linie. Einer Linie auf, um die maximale Fliehkraft im Feind entgegenzuwehren und dann rücken wir vor. Okay. Das geht irgendwo. Wir brauchen noch einen Trommler. Um meine Funkigkeit zu hängen, aus irgendeinem Grund. Nerv. Mach ich etwas mit der Empfindlichkeit von deinem Ding. Und Nerv schaffe ich leislich. So, ich bin ready. Nerv, ernsthaft. Nerv, man gehört dich bis zur anderen Seite von dem RSC. Moment. Das kann man beheben. Da kann ich die Mistdinger nicht aufnehmen, vielleicht. So, und wo ist der Shit? Aufnahme da. Die gibt 10 Sekunden. Ich kann die scheiß Magazine aufnehmen. Dann lass ich liegen. Scheiß Dinger. Jetzt sollte es besser sein. Ich höre auf jeden Fall nichts mehr, also das ist definitiv ein Improvement. Na dann, wir schreiben auf.
Wer liegt denn jetzt schon wieder hinten? Ich würde verfickt mal vor. Okay. Look vor! Nervig hat es immer noch. Und die haben wir extra eine riesige Tastatur gekauft, Gott verdammt. Was ist das für die Leistung? Was ist denn die Laut? Das würde ich nicht wissen. Da gehört der Anschlag bei dir daheim und ohne Teamspeak. Los geht's, Mädels! Gut! Ladies and Gentlemen, let's go! Kriegen wir noch einen Trommler? Ja, ein Dudelsackspieler, genau. Eine Linie, und zwar eine mit einem Lineal, nicht von einem Fünfjährigen. Nur zur Bestätigung, der Radio-Chatter gehört ja auch, oder? Anton? Ja, ja. Wirklich der Moment, wo du den Iron Front drinnen haben willst, dass du den Sack spielen kannst dabei, ja. Rechts hinter uns, sehr wahrscheinlich habe ich Radio gehört. Verstanden, ja, aus der Richtung komme ich auch über. Ich behalte es mal im Hinterkopf, aber solange sie auf uns schiessen. Ey, sogar Bagger haben sie drauf. Nice. Ja, aber jetzt erkennen wir mit dem Phosphor weit die grünen Container. Haha. Erstens haben wir weiße Flares. Aber, ja, nee. Hey, sogar Evergreen hat er drauf geschrieben. Ja. Nice. Auf dem Schiff hat sich nur Licht. Alles gut, hier. Ich weiß nicht, wie bei euch eine Linie aussieht, ganz ehrlich. Hey, eine 4-jährige Tochter und eine 6-jährige, also bitte. Ja, deine Interpretation von Linie ist sowieso borgt, aber. Also, so leicht versetzt ist gar nicht so verkehrt. Grund? Ja, wir können eh keine saubere Linie in den Arm aufbinden. Also es ist eigentlich nicht mal schlecht. Wenn du nebeneinander stehst. Ja, ja, so breit ist jetzt die Hure. Und der Rhein kann gerade hinter einem anderen in Deckung gehen, wenn der Gegner rauf und schießt. Genau, das ist okay, links ist schon unser Ingress. Dass der Medic zurückbleibt, da verstehe ich noch irgendwo im Entferntesten, aber sei es. Vergessen, wir können auch gerade übergehen. Zweite ist hinter den Dingen, können sie sonst, wenn wir wollen, auf der, vom Frachter aus beschissen. Wir ersparen uns die Mühe so weit wie möglich und gehen mal unauffällig auf das Ding drauf. Der Moment, wo eine riesige Schisserei losgeht. Ja, das wird lustig. Ja, jetzt, wo wir die Linienformation nicht mehr haben, ich sehe schon. Kann. Nein, was du gesagt hast, unauffällig. Aha. Jetzt finde ich den Kletterdings echt praktisch. Wobei, never mind. So. Naja, wo haben wir den Waffi da? Keine Ahnung. Waffi, wo bist du? Okay, Kontakt. Und wo Kontakt? Samsi, links. AK-12! Ja, der nicht. Oder beruhige dich mit der Stimme. Russen, verfick dich, Scheiße, doch nicht jetzt. Raffi, los, deck ich. Ich hätte gerne Frames Game. Ja. Ja, du machst Point, ich würde das ziemlich da geklärt haben. Also, rück mal zum Command Tower führen. Ah nein, die Platten abbekommen. Gut. Finde ich gut. Okay, bin wieder ready. No, Sigi, geht dort durch. Richtung 62, zwischen den Containern. Waffi, alles gut. Okay. Und Sigi, du solltest noch rot. Warte, ich habe einen Interaktionspunkt bekommen. Ja. Ich muss den Point übernehmen, weil ich auch den Shotgun nicht mehr anschlage. Nerv, zu mir, Waffi, zu mir. Jacke, du bist noch am Flüstern. Du hast solche Container. Container kann man aufmachen. Ich habe einen Container mit Geiseln gefunden. Schön, Handgranaten rein und fertig. Fuck off. Waffi, wie ist der Status von deiner Medizin ist?
Tatal, wir sollten das Ding übernehmen, den Calm Tower. Dann geht's gut. Gottverdammt, für fucking hell antworten. Good point. Calm Tower. Wir sind auf dem Container am Frachtschiff angekommen und haben angefangen, die Container durchzusuchen. Wir haben schon weit mal einen gefunden mit vier Geiseln. Was soll man mit Geiseln anstellen, antworten? Gut, rechts. Ist sonst niemand auf dem Kampf? Oh shit. Sonst können die Geiseln einfach vorne anbringen. Wir versuchen nicht alle im gleichen Korridor reinzustehen. Verstanden, negativ, wir sind nicht die Einzigen da. Wir haben ebenfalls Feind mit AK-12 bewaffnet gefunden und eliminieren sie gerade. Wo sollen wir die Geiseln genau abliefern? Haben Sie gedacht, das Schiff hat auch ein Unterdeck? Es sollen doch eine andere Einheit vor dem Idioten abholen. Probiert einfach, probiert sie nicht mehr alles. Sie sollen die Leute schicken. Sie haben hier einen Container mit hingerichteten gefunden. Später machen, aber sichern zuerst mal das Schiff. Antworten. Und einem Gegner. Verstanden, wir sichern das Schiff und setzen den Geiseln an einen bestimmten Punkt ab und melden uns dann wieder. Antworten. Verstanden, sichern das Schiff und melden euch wieder. Antworten. Fatal, müssen wir die zusammenflicken? Verstanden. Ja. Gut. Wahnsinn, komm, wir sollten langsam weiter. Ja, okay, warte, ich muss eine Containerposition markieren. Noch gerade mehr. Noch zwei Tote in diesem Container. Ah, noch zwei Tote. Ist das Vorrücken unterbrochen? Ich habe den gemessen daran, dass ich meinen Arsch gekickt kriegt und die anderen beiden bei mir bin und du allein bist. Ja. Die Granate hat sich nicht gut gewirkt. Scheiße, ich kann nicht mehr da. Gehen wir weiter. Ja, ich habe nur müssen Feuer warten. Ja, ich weiß. Ich hätte Container so irgendwie markieren, aber gar nicht, aber wir wissen ja, wo er ungefähr ist. Ich kann wieder sagen, so groß ist Schiff, dass wir den Container nicht mehr finden. Nein, ist nur ein riesiges Flugzeug. Im zweiten Arm schon dran. Oh, für ein Containerschiff ist der klein. Kopf ist auch schon verbunden. Nochmal der Arm. Was soll ich nachher noch mehr kümmern? Arm gut, Arm gut. Gut, kümmerst du dich um den Rest? Ich gehe zum Rotschu. Jo. Du hast nur deine Arme ein bisschen angekratzt. Nicht nur, nein. Doch, hast du nur noch mal den Arm gesehen? Halt alle, wir haben Geiseln gefunden und haben Befehl von Gottlob bekommen, dass wir gerade weiter. Die sollen mal in Ruhe lang zum Schiffen abliefern, wo sie nie in Heli können abholen. Okay. Na gut, Landefläche haben wir genug. Okay, ja. Du lebst noch. Gut, sonst ist ich auch gut verraten. Ja, ich bin da. Müssen wir einen Container aufmachen, oder was? Leit noch voll um da. Warte. Achtung rechts. Man kennt es doch, oder? Ja. Achtung, jetzt machen wir da mal ganz drauf schauen. Ich nicht so weit. Ich muss dir dann noch ein paar Bandagen in den Rucksack stopfen, wenn du keine mehr hast. Der Corner sieht eben so halt gesund aus. Ah, wir hätten ja noch. Gut, 20%. Double Timer. Ja. Wo habt ihr Laser? Nein, ich frage mich da. Ah, er hat gerade, weißt du. Achtung, rechts. Rechts gut. Ja, komm da links. Achtung, rechts. Frei. Tür links, zu. Granate. Achtung, die Tür kann man aufmachen. Und schnell auf, zu rechts. Der steht so auffällig im Ding. Definitiv Kontakt. Mach auf. Ich bin weg. Granaten rein. Okay. Öffnen. Granaten. Oh, da hat's. Oh, das ist nicht schliessen gewesen. Hat's Material. Meldest du das mal weiter? Ja, Moment, ich muss zuerst vorne schauen, wie du. Noch irgendetwas gegen Leute kommen. Text oder andere nehmen. Ah. Ah, doch, gut. Was ist da hinten? Also, Piggy, Momo, wir sind mittlerweile im Calm Tower. Ich schaue mich schnell mit zusammen, sich kurz schließen, weil wir sind gerade zu viel da drin. Ja, wir sind gerade echt da drin. Wir haben einen Container gefunden mit irgendeiner Kiste drin, dann ohne Lücken. Wollen wir den Osten nochmal schauen? Jede Menge Sanitätszeug plus Anti-Radioaktiv-Impfungen. Okay. Schaut ihr da drinnen weiter, wir schauen draussen. Kapi, schau dir weiter, oder bin mir noch mehr Container findet, wir schauen da weiter. Also du auf, es hat noch irgendwie 120 Impfdosen. Waffi, komm mal da oben weiter. Jager, bist du fein? Ja, ja, dort oben ist fertig. Gut, gehen wir. Gut, dann gehen wir runter. Ich komme runter. Das ist eine gute Frage. Schau nach hinten. Bleiben ein bisschen zusammen, Jungs. Also irgendetwas mit Antiradioaktivzeug habe ich gehört. Ja, da innen in dem Container. Exit, da.
Passen. Lass an Exit. Ja. Wo schießt das da her? Was schießt auf mich? Wo kommt das her? Ja, da frage ich mich. Pound Tower. Das andere Team ist. Ja, aber die sind erst gut, die sind jetzt gerade rausgekommen. Ich werde beschossen von. Ah, von oben. Und werden beschossen, das ist ein Typ, der gestossen ist. Um eine Ecke links. Wow! Digi, das ist ein fucking Nein! Was? Da vorne richtig kommt, da vorne links, seit der Schuss herkommt. Ich kann mal dann dort rauf, fucking. Sagen Sie, bleib kurz da. Nein, auf, kannst du mal schauen, ob man dort wirklich nicht raufkommt. Dann werden wir beschossen. Wieder. Ja, der einzige Guide drauf ist da. Ja, dann warum gehen wir dort nicht rauf? Ja, gehen wir noch eins weiter. Ich würde den scheiß Tower da clearen. Wo haben wir den Schuss gehabt? Gott, vielleicht vom Turm weiter. Weil da kommst du wirklich nicht weiter oben dran. Wo genau? Muss man noch mal viel reindrücken? Ah, nicht schon. Ah, perfekt, danke. Sie hat dir Richtung Süden bis ans Ende vom Schiff angeschaut. Nein. Negativ, dort ist noch offen. Okay. Ja, also. Und da hat sie die noch gehört, die Richtung Norden weiter Vorsicht, dass ihr nicht Schusswinkel vom Checkpoint hergebt. Jogger und ich schauen Richtung Süden. Jungs, da bei zu leitern. Okay, dann machen wir dort. Wieder. Auf da. Ja, direkt, wir gehen nach Norden weiter. Ich komme in Arsch gerade zu nehmen. Jogger Richtung Süden. Ich weiß. Ja, dann viel Spaß. Ich versuche dort zu decken. Die oberen Levels sind überlappend. Es kann sein, dass es von einem oberen Level her geschossen hat. Ist gut. Buffy, du bist dann der Nächste, gell? Okay. Gut, du bist vorne, nicht links. Ich habe gemeint, ich habe etwas Quatschen gehört. Hör auf, Matze. Oben dran kann man von Leiter links weg. A Radio. Mhm. Mal schnell, dann kommt der schön da hinten gewandt. Ich sag Gas. Ist zurück. Wie meinst du Sackgas? Ja, Sackgas. Hä, hey, da ist doch wieder eine Leiter rauf, ne? Ja, dann sag mal wo. Ja, da. Weiß ja, ich nicht. Kontakt! Ja, okay. Sackgas. Wir sind weg. Pass auf, dass der Cross ist. Ich bin nicht sicher, ob die nicht bei uns sind. Ja. Kann mir irgendjemand erklären, wie der Scheiß da funktioniert. Eigentlich mit Zeus? Dann sind wir mit dem Laser umeinander. Ich gehe nochmal als kurzer Reminder: schaut auch nach oben auf den Container, ob drauf können sie auch sein. Ich glaube, das sind unsere Hände. Moment, die schauen beim Bino. Wiederholen, wir fahren in gleicher Zeit. Punkt links. Hey. Da ist noch ein Aussichtsturm. Vorne sind unsere Jungs. Aha, links von uns habe ich einen Funkspruch gehört. Warte, was haben sie antworten? Okay. Kontakt hinter uns. Okay, bin oben drüber. Komm. Wo? Kommt von unten rauf. Wir können uns nochmal erläutern. Wir kommen. Sind unsere, oder? Gehörst du beschossen? Ja, sind unsere. Ja. Haut nicht, ist das Problem. Nein, aber dann müssen wir oben hinnehmen. Mehr Geissler. Mehr Geissler. Hat das dort hinten im Griff? Jetzt einfach Geissler, wahrscheinlich die, wo vorne kommen. Ja. Okay. Verstanden, wollen wir mal den Vater und so suchen? Ich komme keine Verbindung mehr zu denen über. Ja? Ja, nach oben. Den Container kannst du immer nicht öffnen. Willst du mir nicht mal antworten, Vater? Verstanden, wir haben sie, glaube ich, am anderen Ende vom Schiff zuletzt gesehen. Ja, da ist mir aufgefallen. Ich sehe es jetzt eben nicht mehr. Ich sehe auch gerade ihre Hexe nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu weit weg bin oder... Mir da zu viel Radio Interference haben, aber ich kann sie nicht erreichen und wäre schade, wenn sie ausblüht. Okay, wir gehen zum Südende vom Schiff. Moment, ich sehe wieder einen Laser um anzeigen dort. Break. Ja, unsere geht's gut. Antwort Fatal, Verbindung 3, uns geht's gut da unten. Antworten. Raffi, nächstes los. Irgendetwas scheiße. Verstanden.
Dann meldet euch auch, wenn ich euch anfange. Du hast irgendwas gefunden, antworten. Ich sag's krass, hat er gesagt. Ganz viele leere Vollzeugträger mit leeren Container und einem Container voll Geisel. Keine Ahnung, ob das die waren, die ihr auch schon gesehen habt. Antworten. Wenn es auf dem Flight Deck war, ja, dann sind das die, die wir schon gesehen haben. Nochmal eine Frage, nope. Wie kommt man ganz durch den hohen Turm rauf? Irgendwie sind wir zu unfähig dafür, antworten. Kommst du gar nicht ganz hoch. Achtung, ich sehe auf der Oberstäben auf dem Turm. Verstanden, kein Plan, ich habe das Modell nie im Detail angeschaut. Jagger hat jetzt gemeint, dass man wahrscheinlich gar nicht ganz rauf kommt, antworten. Ah, eben. So viel zum Thema, dann sind, verstanden, dann sind die, wenn der Turm so weit geklärt, sind wir schon ins Unterdeck gefahren, antworten. Meint, es gäbe noch ein Unterdeck, wo du irgendwie reinkommst, aber kann sein, dass es mit dem COP, mit einem COP verwechseln. Dass unter dem Flight Deck nichts begehbar ist in diesem Modell. Doch, ich habe jetzt auch nie einen Abgang gesehen. Nochmal Sigi, Nordseite irgendetwas abgegangen, Messungs gekommen, antworten. Wir haben auf der Nordseite Möglichkeiten gehabt, runterzukommen, aber keine Ahnung, ob es nicht weitergeht. Also ich habe es gerade gefunden, geht auf der Seite runter. Landener, Seite haben wir etwa 4, geht das ein bisschen spezifischer? Ganz im Westen. Gehen wir wieder dort, wo die anderen nur gekommen sind. Wahrscheinlich aber auch ganz im Osten. Ja, mach schnell. Und dann schmeckt es nicht, wegen der Container noch zu öffnen ist, aber es sieht nicht aus. Ja, dann negativ zu ganz im Osten, das ist der Ort, wo wir raufgekommen sind. Antworten. Wer hat da Wichtig gesagt? Ist ziemlich clear. Ja. Mhm. Ja, ich habe gesagt, vermutlich an beiden Seiten. Da jetzt nochmal eine Tür. Das haben sie verstanden, ich bin gerade beschäftigt und die Türen gehen alle nicht auf, die wir da gefunden haben. Das wird es wahrscheinlich nicht runtergehen. Da jetzt nochmal eins. Antworten. Verstanden. Wir haben das wieder durch, sind wieder auf dem Weg zurück Richtung Control Tower. Schluss. Hört sie die Herren. Können wir mit zum Dings führen, zu der anti-radioaktive Viren, oder was auch immer. Ich würde ziemlich auf dem Mittelgang führen. Mittelgang Container, wo das Messer drin steht. Ich würde mir das gerne da mal noch persönlich anschauen. Wir sind alle auf dem Weg Richtung Süden wieder. Ah, Shots fired. Da hinten, der Container. Der Container? Der, wo jetzt mit drin steht. Da, der Orange da. Ei. Ich hätte mal den IR-Laser ausgeschaltet. Gut. IR-Laser leuchtet immer noch. Gut, den Teller nehmen wir. Ist mir sogar aufgefallen, dass sie gleich abstellen. Nein, haben wir auch probiert. Ich glaube nicht. Ich finde mal, ob du einen sichtbaren Bezug kriegst oder nicht. Ja. Vater für Sansi, kannst du dein Team nehmen und die Geiseln mal an den Punkt bringen und das dann mal Homebox melden, damit die einen Heli können schicken können, antworten. Ich bin total verstanden. Das ist mein Team wieder zusammen. Shots fired, by the way, ich kümmere mich darum, antworten. Benazin. Thanks. Hallo. Die beiden Container vor ihm. Ah, oh, nein, das sind die Toten gewesen. Ja. Mann. Okay, der Medizincontainer da ist einfach Medizin-Refill, so wie es aussieht. Nicht meldungswürdiges. Schau mal die Weißkiste an, wo noch drin ist. Adenosin, ja, und? Sauber. Impfdose gegen radioaktive Strahlung. Nein, ich weiß nicht, wer von euch Pfeffer geklaut hat, aber gut, gehen wir weiter davon. Nein. Definitiv Folter. Würdest du vielleicht eine Homebox weitergeben? Ob ich mich von fucking hell antworten. Also sehe ich das richtig, dass wir gerade eine Dose von Asa überfahren haben? Wir sind im Moment noch gerade das ganze Schiff am Abklären. Wir haben neben den Geiseln noch einen Stapel Tote in Container gefunden, wahrscheinlich hingerichtet. Und ein Container, der zur mobilen Folterkammer ist umgebaut worden. Antworten. Was? Das ist eine russische Waffenung. Das ist eine gute Frage.
ein paar Tote gefunden. Und ich glaube, es wirklich Russen sind, ist ja nicht klar, aber russische Bewaffnung auf jeden Fall. Ja, ja. Verstanden, korrekt. Inwiefern, dass man von sicheren kann reden mit 8 Personen da hier. Wir kann halten auf dem laufenden Schluss. Ding bringen. Ah, Cable Ties. Ja, ich kann. Hast du. Großteil habe ich schon. Like Prisoner. Oh, noch für Samsi. Also, was hast du genau in der Box gesehen? Antworten. Hört er mich nicht oder ist er einfach da? Also, ich habe jetzt gehört, keinen Funken von ihm. Ja, du stehst auch keine Zeit mehr. Technisch gesehen können wir sie einfach in dieser hohen Kiste reinlassen, weil da kann ein Pilot landen. Warte, was, hä? Wow! Granate? Ja, lassen wir sie da innen. Das ist ein Durchflug. Was interessant ist, die Kiste mit Impfstoff, die der Roger und ich vorhin gefunden haben, die ist scheinbar weg. Das haben sie vorhin gesagt. Und so noch können sie sonst einfach überbringen. Richtung Osten. Kannst du für Samsi antworten? Bei der Brücke zu hat es auch genug Platz. Hat alles verstanden, schick. Ja, aber dort ist das Auto in die Alpen. Ich antworten, aber er hat anscheinend was in der Medizincontainer gesehen, wo irgendwas mit Radioaktivität zu tun hat. Care to explain, antworten. Samsi von Ono. Es hat zwei Kisten mit Sanizüge drinnen gehabt, plus noch eine weiße Box, eine silbrige Box, mit 110 etwas Impfdosen drinnen. Sind die nicht mehr dort? Negativ, keine Impfdose mehr, wir haben jetzt gerade eine rote Flair bekommen. Oh. Antworten? Ende. Jetzt siehst du im Dienst, die rot ist? Nein! In dem, dass ich sie abziehe. Sicher nicht! Ah. Das sind Flashbangs. Das sind Flashbangs. Das ist nicht gut. Das war ein 9 Flashbang. Schaut mal so etwas Ähnliches wie in 360er auf rechts. Wer für eine Tiga Krieg, bitte? Und stellt sich ein bisschen halbschlau auf. Wenn der Container wieder zu. Also, das sind Impfungen gegen Radioaktivität, oder wie? Antworten? Ich habe das so interpretiert, ja. Nein, das ist einfach nur. Das ist denk, also, was drin war, nicht was du interpretierst. Adenosin. 110 oder 111 Dosen Adenosin. Adenosin, obwohl es gleich. Und was hat Adenosin mit Radioaktivität zu tun? Antworten? Fragezeichen. Ein Stab ist es. Dass wir von radioaktiver Strahlung auf dem Schiff vorne gerifft worden sind, bin ich davon ausgegangen, dass es da damit etwas zu tun hat. Adenosin eigentlich nicht. Verstanden, das letzte Mal, wo ich angeschaut habe, hat das nichts damit zu tun. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Jod wäre eine Kurserklärung auf dem Long Range. In der Vergangenheit haben wir Adenosin und Atropin nicht gebraucht, weil Basic Medic haben wir das Adenosin also so als Mittel für was, wo immer wir es gerade brauchen genommen. Zum Beispiel Radioaktivität loswerden und so. Mhm. In case you miss that one. Schluss. Ah gut, ja, das ist schon. Verstanden, vielen Dank für die Info, Nono. Schluss. Verstanden, vielen Dank für die Info, Fatal. Danke. Habe ich nicht gewusst. I did not know that, in fact. Ich bin immer noch im Advanced Medic drin gewesen. Ich melde das dann schon mal so. Stopp, verdammt. Schluss. Warum genau sind wir auf Shit Patrol? Gott verdammt, für fucking hell, antworten. Gute Frage. Warst du dort her, wo rote Flares und Einbanks sind geflogen? Nein, nicht unbedingt, aber... Gott verdammt, wie für fucking hell, antworten. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade so nichts beitragen. That's more my point. Also nur sinkt der Blutdruck. Darauf gibt es keine Antwort. Oh shit. Wir haben alle Geiser gefesselt. Popcorn People, wir haben alle Geiser gefesselt. Gott verdammt, du hast nur Hexen. Antworten. Ja. Was meinst du? Ich hatte vorne nur noch zwei Hexen. Ja. Ah, doch, der dritte kommt wieder. Gut, ja, da hat einfach den falschen Knopf genommen, weil, ja. Nein, ich interpretiere jetzt mal falschen Knopf mit Verbindung drüber und antworten. Gut. Verstanden.
Wir haben zusätzlich zu den bereits genannten Dingen, die wir da gefunden haben, einen Container mit medizinischen Supplies sowie etwa 100 Melfpackungen Adenosin gefunden. Antworten. Ich kann noch alle zusammen flicken, die abgehauen. Hey, no risk, no fun. Und für irgendetwas haben wir es. Also, Shadow hat eine Rauchgranate hergeschossen. Irgendetwas wollte er uns sagen. Oh, das war Magic. Ja. Du hast immer noch keine Sonnenzeuge. Jetzt habe ich gar nicht verstanden. Fucking. Tatsache, ich probiere mal ein Big Mac ist. Verstanden, ja. Aber nichts mit Tauschen. Medizinisches Supplies und Adenosin gefunden. Was sollen wir denn mit machen, antworten? Hast du den Bandage? Ich weiß nicht so recht, was man so mit Med-Supplies könnte machen in dem Fall, aber andere Frage, haben ihr alle Container untersucht auf dem Schiff? Antworten. Verstanden, negative, an die, die fatal, gestapelt sind, können wir hauptsächlich nicht an, weil wir nicht fliegen können. Und grüne zu erkennen ist relativ schwierig mit Nachtsichtgeräten, die nicht Farben können anzeigen. Ich bin antworten. Okay, Moment. Verstanden, also die grünen Container sind eigentlich immer die, die eins sind und die, die begehbar sind. Prüft doch nochmal alles bitte, antworten. Verstanden, wir überprüft doch noch mal und melden uns dann, falls wir noch mehr finden, antworten. Fett an meinem haarigen Arsch lecken. Ja, Nono? Eben, wie sieht es bei dir mit Sunny-Ausrüstung aus? Ich bin noch ein bisschen Blut am Gehen. Ich sollte eigentlich haben. Ja, ich habe eigentlich noch. Gut. Weißt, ich kann deinen Body kontrollieren, aber nicht deine Fahrrad. Du hast nicht gleich drum geschmissen. Ja. Eben. Ja. Blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau. Was, verstanden, hast du draußen Disco gestartet? Verstanden, Schluss. Ja. Gut, danke. Ah, nein, nice. Nicht ganz. Warte mal. Hast du noch mehr? Ich an alle. Ja, voll. Mhm. Wir haben anscheinend noch nicht alles gefunden, was wir hätten sollen finden. Suchen doch nochmals Flight Deck ab. Wir fangen von der Nordseite an. Rotes Team kann von der Südseite anfangen und dann kommen wir uns entgegen. Folter haben wir gemeldet. Rotes Team verstanden, antworten? Folter haben wir gemeldet. Total verstanden. Wäre es noch sinnvoll zu erwähnen, dass Gottverdammt gesagt hat, dass relevant die Container sind, die allein stehen? Antworten. Bitch. Nein, die Info ist so unwichtig. ja, da hätte er noch recht. Ja, die Container, die wir eigentlich suchen, stehen allein. Ja. Ja gut, gehen wir in den Süden. Also, wir fangen von der Nordseite an und kämpfen uns dann runter. Hier haben wir die Geiseln, die sind markeriert. Also allein stehen wir da hinten noch. Geht ihr mal hier richtig direkt Richtung Süden, Jagger und Dick, also mehr zwischendurch. Da so haben wir noch ein Ding. Einfach eins. Das ist der gewesen mit der Folterkammer. Ist das der mit der Folterkammer gesagt? Ja, das ist mein Sicherheitsständiger und Dömer. Kannst du das aufmachen? Tisch. Habe ich verstanden. Nope. Ja, wenn, dann ist es noch irgendwo reden. Ich sehe da keinen Container, aber ich kann nicht. Ja, gehen wir von hier nochmal Richtung Süden, eigentlich. Yep. Schauen wir die Folterkammer mal noch genau an. Ich habe zwar nichts gesehen zum Interagieren, aber. Großartig, etwas rum ist. Da hinten. Warte mal, da liegt etwas am Boden. Ah, nein. So eine. Lashing Point. Pass auf, da hinten geht's runter. Ja, ich weiß. Haben wir einen Container gefunden? Nope. Das P90 war nicht schießt. Warte, da habe ich Stimme gehört. Ha! Der Container, den ich gefunden habe, dürfen der Fatal, der Chaga und der Nerf nicht betreten. Ich wiederhole, der Container, den ich gefunden habe, dürfen der Fatal, der Chaga und der Nerf nicht betreten. Und das Katana gehört mir. Ja, ich habe nur gehört, dass ich einen Container betreten soll, weil irgendetwas Cooles da drinnen ist. Scheiße, komm wieder. Verstanden, ich habe Katana gehört, bin auf dem Weg. Moment, fucking weak! Ich hab doch... Ich Scheisse! Die Minigun lasse jetzt einfach mal unerwähnt. ich habe da mal noch was zu melden für Gottverdammt. Weil es hat Gottverdammt viele Waffen da.
Ich habe nur einen Minigun gehört. Wo ist meine Minigun? Sie tut noch nicht melden. Keins, wir können sie brauchen. Warte mal, da sind zwei Leute. Du weißt alles, was wir nicht melden. Das sind nicht mit der Tod. Das war nicht der. Ich habe nur gehört, dass da meine Minigun liegt. Solltet ihr nicht eigentlich den ganzen scheiß Schiff nicht abschauen? Ich hab okay, die anderen sind mittlerweile alle am Schiff. Ich hab die Minigun waschen. Nein, der andere ist nicht. Raffi sucht mir ein fucking Arsch. Ja, das ist wieder flaschig in dem nach. Was? Die ist mir? Oh, das NWT! Verdammt, was ist mir los? Bärische Kondition. Alle, die noch auf meine Befehle hören, wir suchen wie... Gibt's ja noch mehr Container? Wir sind ja dran! Befehlst du mir was? Immerhin jemand! Warte schon! Mal P90 mag ich's los. Da über hat's vielleicht da... Was hast du gesehen? Wo ist der Raffi? Da ist der Raffi! Woo! Heads up, I'm blowing ammo! Was? Hast du genommen, Vater? Oh! Du unterschreibst auch nicht zu ja, ja. Nö! Ich vermisse einen A12. Nee! Wüssten Sie etwas über das? Nee! Und ich komme ja auch nicht zu den 12 Gauge Explosives äußern. Ja, aber was hat der vor mit uns? Also wenn wir Seite das sieht er aus, Ich habe keine Ahnung, aber I'm feeling so well today. Gut, dann gehen wir jetzt auch zum Spielzeug. I'm feeling pretty made genocidal later, eh? Man, ich bin der P90 losgeworden, hast du stattdessen eine richtige Waffe dabei? Kannst du vielleicht zweite Sunny-Mann zum Sunny-Container schicken, dass es kaufen will? Hast du A12? Weiss nicht, vielleicht ist der Raffi schon so gesehen, dass er es gemacht hat. Ich habe jetzt aufgefüllt bei mir. Ich finde es faszinierend, dass du die A12 wahrscheinlich nicht der Flamethrower. Okay. Das ist ja bist jetzt Ich weiß, dass der K-Flamethrower ist. Warte jetzt mal, das ist ein K-Flamethrower. Lass mich doch mal los, ich muss weiter schaffen. Genau. Was zum. Wir haben doch nördlich einen Checkpoint, Jugger. Yep. Da haben sie von Katal antworten. Du siehst uns auch von der verteilt. Was hast du gesehen? Yep. Warte, ich muss Spielzeug holen, dann wird es nicht. Für irgendetwas habe ich einen A12. Gottverdammt, ich will fucking hell antworten. Ich habe ein schweres MG gefunden. Dann. Gottverdammt, ich verstanden. Fucking hell, was ist für euch los, Antwort? Sigi down. Damsi, wir sind angegriffen worden, wir sind uns am Verteidigen. Ja, genau. Verstanden. Ja, aber Ramsi ist angegriffen worden vom zweiten Checkpoint und tun sie jetzt verteidigen. Auf der Straße ist noch einer. Schieb ab, Entschuldigung. Dein Schuss ist zu wenig. Was genau bedient das, Jagger? Einfach könnt ihr eine Landezone markieren für das schweres MG. Ich eskaliere! Ich muss eskalieren! Verstanden, sobald wir den Angriff von Freund abwerfen. Ich muss eskalieren. Okay, das ist schon eskalieren. Okay! Belek! Gut, war gut. Was zum Fick ballert ihr gerade in den Berg ab, Alter? Nichts. Was? Nichts? Okay, wo haben wir Ziel? Nein! Keine Ahnung, ich war noch leer. Aber jetzt gerade nicht mehr. Hey, oh, ich wollte jetzt auch mit Explosion. Verdammt! Ich hol mal mein Katana, bevor da noch irgendwie... America! Fuck yeah! Du hättest dich drin, wow! I am Amateur! Dann ich könnte Stufe hören! Hey, geht der Mast Spaß! Aber es tut weh! Verstanden! Okay, ich glaube, sie sind tot! Ich habe keine Ahnung, woher die Hände antworten.
Stefan sollte neutralisiert sein. Das sind inkonsent. Wir sind auch ein Angriff abwehren. Die P90 sind recht effektiv. Ich bin nicht mehr um, sondern neutralisiert. Die P90 sind auch recht effektiv. Ja, wir hatten ja eigentlich vom Briefing her schon. Oh, aber kannst du mir sagen, soll nächstes Mal bitte von dem Mix und Munition geblieben? Wie es lebt, niemand mehr von uns kann verpfeifen. Wir sind ja auch noch völlig geblieben. Es hat keine Züge mehr. Nicht einmal mehr Teile von Zügen. Verstanden, also ich schicke den Heli los für Geisler, alles klar, antworten? Verstanden, ja, wir machen, what machen are we doing? Drop-off Point direkt in die Mitte von der Brücke. Nein! Was nein? Freudekopf! Verstanden, ihr könnt es bitte auch markieren, antworten. Du wappas, der Sipper! Verstanden, ich kann es markieren, wir haben 50 Gramm Preis. Meldet sie sich, wenn der Heli 30 Sekunden von der Einflug ist, antworten. Verstanden, ich melde, sobald der Heli kurz vor euch ist, antworten. Ich habe einen LZ Alpha markiert, by the way. Find ich gut. Wir hätten im Fall Ding da drin, Leiter, wir könnten auf Zeug hochleitern, wenn wir müssten. Yay! Da kommst du jetzt! Low on ammo. Ja, ich kenne das Problem. Ich habe ein Katana und ein XM25. Nee, ich habe Fun. Das ist komplett was anderes. Geh aus dem Weg, ich habe ein Zeug zum Umbringen. Ich muss da etwas ausprobieren, lass mich da mal durch. Alle! Nee. Wow. In die andere Richtung. Was hast du wieder geladen? Was ist das und warum ist es so cool? Nö! Ein Airburst! Ja, ich weiß nicht, XM25 ist. Ja, du hast die aus dem von der US Army. Oh. Ja, mit T kannst du markieren, das ist eine Distanz, die explodiert. Fucking hell, verdammt, ich antworte. Okay, that's cool. Fucking hell, gehört, antworte. Der DLZ, der Geisler wäre im Fall weiter südlich. Probieren zu landen, antworten. Ich glaube, mein Gegner ist ein Helikopter incoming. Was? Boah, das könnte ein Verbündeter sein. Das wird wahrscheinlich ein Verbündeter sein. Helikopter ist boring. Ab bis Süden! Verstanden, wir haben noch Animationen. Roger, wir haben auch was ausgerüstet. Landezone in LZ Alpha markiert. Wir begeben uns da hin und begrüßen sie, antworten. Es wird nicht auf den Heli geschossen. Nerv, du absolute Banane! Ups! Nerv auf alter Antwort. Minus ein Heli. Verstanden? Verstanden. Jetzt hast du einen geschlechten Rückgang! Vater, schon Samstag, ich brauche ein Test-Subjekt für mein Katana. Ich habe schon eins ausgewählt. Das ist der Nerv. Antworten. Noch unter für Samstag, darf ich den Nerv herrichten? Ich habe das Katana, ich will es zuerst ausprobieren. Du darfst mit seinem Leichnam rumspielen. Nerv ist gerade zu Chalky Salz verarbeitet worden. Ich habe mein Katana ausprobieren. Warum sehe ich Flammen? Gott verdammt für fucking hell. Antworten. Okay, das Ding ist richtig voll. Gott verdammt, wir haben noch freundliche Anzeige in der Umgebung gehabt. Wir haben jetzt zum Glück keinen Ausfall. Ah ja, da ist wohl. Das tut dich sehr leid. Ja, aber wir können jetzt von der ganzen Zeit ausgehen. Das ist das Ganze. Das ist das Ganze. Du bist ein Falschschütter. Es sollte jetzt mal alles clear sein. Die freundliche Anzeige ist geschaut worden. Wir wollen uns eine neue Schicke antworten. Ich gestorben. Ich bin dran! Nachdem wir die feindliche AI ausgeschaltet haben, wo der Heli hingerichtet haben, müssen wir schauen, ob wir noch mal einen kriegen. Stellung zu halten. Es gibt noch zwei Tricks. Verstanden. Okay, heute ist irgendwie nicht unser Tag, würde ich einfach mal gesagt haben. Das ist nur eure Schuld. Mein Tag ist es nämlich gewesen, bis ich die Mission angefangen habe. Also ich würde einen Vorschlag, man wendet doch einfach den blöden Flugzeugträger und fahre mit dem home. Was? Das würde ich sehen. Er ist ein bisschen festgeklebt. Ich wollte eigentlich noch irgendwas zum mit meiner XM25 beschießen. So, Nerf, ich glaube, jetzt geht es dir wieder besser. Ja. Okay, mehr Helikopter. Bearing 284, kommen wir über dem Wasser rein.
Lade Heu. Hold fire. Und jede Menge Boot. Gott verdammt fucking hell. Wir haben Helikopter, die reinkommen. Sind das freundliche Antworten? Oh fuck, Feinde von Gegner! Feuer, Feuer, Feuer! Feindliche Helikopter, ihr dürft es unter Beschuss nehmen, los! Verstanden, der Fall feindliche Helikopter, wir nehmen sie unter Beschuss, antworten. Verstanden, nehmt Helis unter Beschuss, viel Glück, antworten. Weißt du, unsere Heli hat abgeschossen, aber bei denen brauchen wir ewig. Komm, wir sehen noch etwas Gröbers. Das ist fucking Seaside! Au! Das ist eine gute Idee, Nerf. Gehen wir da mal hier. Ich will sagen, da warte ich doch, bis das Feuerwerk ein bisschen nachlassen hat. Das Ding ist eh unzerstörbar. Vor allem meine Zeit zum Nachladen für den nächsten. Für den nächsten. Kein Nachladen. Man down, ich brauche dann Medic. Gott verdammt, für fucking Herren, wir haben da feindliche CSAT-Kräfte in Helis und Boot. Antworten. Meine Position, das wäre südlich vom Tower. Verstandige bestätigen, los? Fucking Herr, Gott verdammt, soll ich euch probieren, irgendwie Flugabwehr oder so etwas zu geben? Oh, zweiter Medic ist platt. Das wäre mega lieb! Wir wären sehr froh um Cash und Artillerie und alles, was wir uns geben können, antworten. Verstanden, ich mache ein paar Telefon. Schluss. Ramzi, ja? Zustand von dem zweiten Medic ist bescheiden. Ich brauche einen Medic für unsere beiden Medics. Nerf. Verdammt nochmal, lacket die hure Rakete! Zustand von meinen beiden Medics, Wieder da, Question mark? Hier sind meine beiden Medics. Okay, ich bin wieder da. Cool, ich auch. Wir haben alle drei ein Heilmodul bekommen. Ich bin quasi da gesehen. Mein XM25 ist voll lame. I win! Bring us closer, I wanna hit them with my sword. Fucking hell, verdammt, antworte. Fucking hell, verstanden. Antworte. Verstanden, Flugabwehr ist zu euch unterwegs, sie platziert sich am Ufer und wird unterstützig antworten. Verstanden, vielen Dank. Schluss. Antworten. Verstanden. Mach ich's dann. Hey doch! Mein XM25 in Mühne. Sorry, Nono! Ja, danke! Er ist Medic, er kann da. Aua! Wir haben Jugger down, ich brauche dann Medic südlich vom Tower. Ich komme da wieder rauf. Ja, das wird ja, dir gerne wissen. Ja, dann kommt davon, Jugger, wenn wir da mit dem Minigun umrennen. Aber zuerst muss ich mal verbinden. Wir können eine freundliche Flugabwehr über, falls da noch Main auftaucht. Habe ich jetzt alles verpasst? Mein XM25 ist die dümmste Entscheidung gewesen, aber ich hätte irgendwas anderes nehmen sollen. Drop den Jugger vor Kanten weg, da können wir uns auch darum kümmern. Sorry, wiederholen von der Kante aber jeiten. Nein, nach hinten ziehen bitte. Löst das Problem auch. Das löst mehrere Probleme auf einmal. Du bist gerade so tempting, ja. Kopf. Nein, sehe ich noch nicht. Arm dann. Was tönt das so? Ja, nicht. AC? Ein Medic, der vom Vater zum verschossen wurde, ist fast. Ja, muss ich nicht verstehen. Another one bites the dust. Gib ihm noch das vierte. No one bites the dust. Ey! Ich wollte 360 Grad aufklären. Ich wollte wissen, wenn irgendjemand sich aus irgendeiner Richtung an dem Schiff nähert. Verstanden, bevor oder nachdem wir es in die Luft gejagt haben? Bevor? Ich sehe da. Ich glaube, es bot sich näher aus Richtung 32. Strong Hard Red. Ja, das ist ein ganzes Boot von Dilly auf uns zukommt. Und noch mehr, 52. Hi! Danke, du brauchst's. Kaffee!
Transe von Fatal, mehr gegnerischer Chef auf 250. Buch mehr Moon. Ich bin wieder da. Jetzt geht's noch richtig Party ab, das sorge ich dafür. Dann mach es weg. Au, 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 au. Schließe kann schon. Fatal, wie geht's? Hey, mach's gut, danke für die Nachfrage. Haben wir da Bullshit? Okay, was haben wir da? Oh ja, stimmt. Perfekt. Gib mir das, gib mir das. Gib mir motherfucking. Wo sind's da? Fatal. Ja. Ich flick mal deinen Arm zusammen. Hä? Ich habe scheinbar keine Bandage mehr. Was? Scheinbar was? Ja, scheinbar. Nein, ich habe nicht Zeit, dass ich keine Bandage mehr habe. Wieso tust du mit den Arm tunikieren, wo. Ganz weil er für mich geil ausgesehen hat, jetzt sieht er nicht geil aus. Ist interessant. Ja. Verstanden. Zweite Luftunterstützung schon unterwegs. Antworten. Dann ist Schluss. Ja, boy. Okay. Wir hören Chat. Oh. 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 Nein, ne? Damsi, sind das unsere Helis? Treffer! Und was hängt's? User left your channel. Aber! User joined your channel. Jo, das sollte unsere U-Luft-Unterstützung sein. Nein, habe ich versenkt. Bin schon ja, der Hand habe ich versenkt. Dann ist gut. Ich brauche einen neuen Gate. Schalt an ein Hex. Ah, okay. Joker packt sich schon scharf. Da bin ich durch. Große Geschütze aus. Mann, ich doch nicht. Ich bringe ihn zu euch rüber. Ah, fuck you. That was kind of fun, not gonna lie. Medic! Hier. Ich sollte einmal noch Blut haben, ich glaube. Hi, Raffi. Du bist Medic, Raffi, du bist ja. Medic. Schießenbote. 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 Tritt sich fest. Tritt sich fest, ja. Raffi ist mit allem fertig. Okay, das XM25 ist witzig, aber... Mehr? Aber... Wie kannst du eigentlich mit dem scheiß Anti-Air locken? Ich habe irgendetwas Normales mit. Mit dem Anti-Air glaube ich gar nicht. Ja, nimm... Nimm doch den 3GL, der macht viel mehr Spaß. Wenn der genau gleich wie mit dem normalen Thermal... Gut, das ist klar. Aber der Anti-Air ist Fly-By-Wire. Ja, das ist ein Anti-Air. Hat es da noch Emmet-Munition? Ja, nützt gegen jeden Kopter, tipptopp. Haben wir Helis oben? Warum hat es denn da keine Emmet-Munition drin, wenn wir da ein Emmet-Gewehr umlegen haben? Ja, okay. Ich schreibe mir das wieder von einem Bergen. Ja, ich würde mich ja nicht beklagen, aber wir runnen ein bisschen low on Ammo. I'm fine. Also ich habe ja Christian vorne 95 Antiere gibt, also von ihm her. Ich kann noch etwas kommen. Ich tue mal repacken. Ich habe noch zwei HE Gatlings, aber dann... Ja, hier von den BAA-Missiles. Ja, ja, ja. Ich habe noch ein bisschen mehr als 8 Magis in der Tasche. Oh. Ich habe... Willst du mal ich habe ein cooles Spielzeug und was? Ich habe gar nicht. Der kommt wieder. Ja, ich weiß nicht. Er ist schon mal da.
Die haben Krieg angefangen mit uns. Was ist da Securus? Der hat verloren. Das ist aber nicht zu schaffen, jetzt irgendwie als Halo. Haben sie von Vaterland gehört? Yay, wieder da. Haben sie gehört, antworten? Wo haben die Munitionskisten? Standen zum einen an der Seite von der Brücke her, höre ich Motorengeräusche, und zum anderen, weiss Homebox schon, dass wir einen fucking Krieg gewonnen haben, da hier? Antworten. Nein, ich denke, ich gebe jetzt nicht damit an, dass wir einen Krieg gewinnen da hinten, aber ja, das, ich frage mal noch, ob das freundliche Einheiten sind, antworten. Verstanden, ich meine, unter Einsatz von allem, was wir irgendwie haben zusammenkratzen haben wir es ganz knapp geschafft, uns gegen ein Einsatz über Macht am Leben zu erhalten, wäre die offizielle Variante. Schluss. Understandable. Wer hat einfach noch? Wow! Die mögen uns nicht. That's a bloody tank! That's a bloody tank! Ich hole die Panzerrakete. Ja, da, liegt schon. Es ist mehr Infantry Fighting Vehicle, jetzt, wenn ich nochmal drauf geschaut habe. Ich hol den Gloss dran. Nice one. Ich habe mich verteidigt, das war Selbstverteidigung mit angemessenen Mitteln. Ich mache ein CPR noch. Ja, ich gebe Blut. Haben wir noch einen? Wow, offensichtlich. Nach dem Blut jetzt ist etwas passiert. Oh. Was schießt da? Oh. Uns? Injured. Da geht schießt zurück. Wow. Gib mir a second. Haben wir noch mehr, was für uns schießt? Okay, irgendwie. Pause. Weil die haben irgendwie alle coole Waffen und das einzige, was für mich noch übrig ist, ist eine Banane. Banane. Hast du schon das Epic gegeben? Nein. Und? Läuft. Okay, ich bin wieder da. Danke, spart die Munition. Damit für fucking hell. Wir haben weitere feindliche Kontakte in feindlichen Fahrzeugen gefunden und sind sie jetzt gerade am Bekämpfen. Das ist jetzt auf mich. Ist mit der P90 gerade noch so knapp möglich. Mit der P90! Wären sie so nett uns vielleicht ich glaub, mal spürt sich weitere Munition schicken, antworten? Wir brauchen mehr als 12. Was denkst du, man versuche ich ganz sicher. Haben Sie dir schon klar, dass uns per 90 Munition nichts bringt? Schande, ja, was mit der Munition? Ich probiere es mal, Verstärkung anzufahren. Hey, Leben! Ansonsten, ich glaube, ich leute jetzt mal. Wenn wir 20 mal 120er bräuchten, mal. Was brauchen wir? Da hat er vor 5 Minuten schon gesagt, was macht das Arschloch? Wichsen am Büro? Nein, danke. Wahrscheinlich ist der Sekretär unter dem Tisch. Verstanden. Ja, das wäre mega lieb, wenn die Pazifikflotte mal auftauchen würde, weil wir haben hier die andere Pazifikflotte gerade am Arsch. Falls möglich, wäre es lieb, wenn wir Minigun-Munition, Shotgun-Munition, Magazin für ein A12, Magazin für ein Minigun, Magazin für eine MX-Quer, so wie 40mm Wand bekommen, weil wir haben den Weg gefunden, um das alles in eine P90 reinzutun, zu schiessen, antworten. Damn! Was Jane? Ja, scheinbar kann eine Minigun und Jane in den Arm. Sind die freundlich oder feindlich? Feindlich, gut, dass aber wir nur realistische Forderungen haben. Feindlich! Nicht alle, aber ein paar. Schon wieder am Verbinden. Infanterie, Bearing. 3-5-3. Feindliche Flugzeuge, aber mach den Freund Feinde identifizieren. Ich sehe da glaube ich auch noch einen F-18. Ja. Was, Nono? Nicht. Schwierigkeiten dich zu verstehen, wenn du nicht auf Schreien bist, weil es explodiert ein bisschen etwas hier. Okay, ich schreie. Bruch, Magic da. Es explodiert bitte. On the way. Wo bist du, Chago? Okay, bin ich umgeschüttet. Es ist zusätzlich Anti-Air zu euch unterwegs, um euch zu unterstützen. Munition habe ich leider Aua. Verstanden. Ja, da hilft dir schon mal ein bisschen weiter. Danke schön. Ich bin in Ordnung. Alles ist klar für die Antworten. Ist der Anschluss. Infanterie im Offenen. Bearing 3-4-3. Macht Freund-Feind-Identifizierung, wir haben da freundliche Anti-Antropen im Gebiet.
Also ich weiss, dass einfach blinde Mann. Auch aber nicht richtig. Ja, wir müssen weg. Ja, ballert eh noch blöd in der Gegend rum, also. Ja, bei mir freezet alles. Au, trifft ziemlich gut. Ja, zum Glück habe ich den Gale-Rex schon längstens tot. Bin Body am verbinden. Kopf. Sobald ich die fertig verbunden habe, bekommst du Blut. Jo. Okay. Ah. Nein, ich habe die Tür sehr bewusst zugetan. Ah, stimmt, du tust schneller verbinden als ich. Ich habe mir einfach Morphin rein. Recht Dörflügel habe ich sehr bewusst zugetan, weil man sonst direkt auf die Munitionskiste schießen kann. Ja, aber cool. Doch, noch hängen. Ja, ich denke auch. Dann muss ich eine andere Plattform finden. Das Ding ist am Heisslaufen. Wundert es dich? Ja, nein. Bist du so konservativ gewesen mit der Ammo? Ja, langweilig oder so. Ja, schmeißt du mit Flashbangs um sich. Stimmt, wir haben kein Dings. Du bist Rötter auf Lostzahnblatt und es ist immer noch 1,5 Liter an mir laufen. Ja gut, dann ist es super. Dann ist es definitiv übertrieben. Fucking Elfenkopf, danke vielmals. Es ist F18 von der Pazifikflotte zu euch. Und fatal, schnell stillhalten, Kontrolle. Wir sind gestern F18 von der Pazifikflotte unterwegs, um uns zu unterstützen. Wenn die nicht fragen, zum Meschi keine Antworten? F18 schickt sie. Okay. Gegen einen normalen gegnerischen Flugzeug. Verstanden, Schluss. Watcher? Ja, können wir das freundliches F-18 Flugzeug zur Unterstützung über? Ich habe schon nach mehr gefragt, also keine Sorge. Ich würde sagen, kriegen wir mehr oder müssen wir das zuerst versenken? Wir versenken kein Flugzeug von uns, gehört. Ich stand das ist Pazifik, das ist nicht von uns. Damsi? Okay, ich glaube nicht, dass es geplant war, dass die Mission so explodiert, aber hey. Ja, nein, wirklich. Was? Die Munition ist. Die Mission ist geplant gewesen? Ich glaube, ich habe da zu verschulden. Entsorgen vom Ex-Phil, ja. Entschuldigung. Nervt der gerade auf deine Kappe und du wirst. Da bin ich der recht noch. Ich habe schon erschossen dafür, also von dem her. Ich habe immer noch das Katana, das ich ausprobieren muss. Ja, dann da. Viel Freude. So, ab. Ich würde gerne, aber... Passt auf, wenn ihr im Norden nochmal schaut, vielleicht hätte ich für eure Infanterie am Boden gehabt. Hast du mir jetzt Katana-Munition? Ja. For fuck's sake, Alter, was? Es ist der K.A. Und ich weiß ja gerade... Wo steht da Katana-Munition? Nein, okay. Da, wie ich den Shadow kenne, hat es eh keine drin. Ja, wenn er einen MX auch nicht tut, ohne MX-Munition. Ja, eben. Warum leuchtet es jetzt da eigentlich so fucking hell? Ich hab gedacht, ich muss die ein bisschen erleuchten. Das hilft gerade Huren nicht. Hätte Katana-Munition, hättest du den Kopf als erstes ab. Komm, erleuchte bitte mal den Nono. Weißt du, ein Schild? Ah, so ein Ding. Was ist echt ein Schild? Ja, okay. Hey, ich habe ein paar coole Sachen gefunden. Sitzt du mit dem Kantar an der Hüfte verdammt laufen? Hey, Contact Bearing 8-2, irgendetwas ist nicht hochgegangen. Das ist Kantar an einem Pistolenholster, das sieht aus. Das muss aussehen. Okay, es sieht echt komisch aus. Weitere Boot, Bearing 8-5. Da hätte es einen Static Titan AT-Launcher im Crossing. Crossing. Hey, ich muss jetzt mal etwas Vernünftiges zum Schießen haben. Hätten wir auch noch etwas übrig, verdammt! Jetzt geht's nicht! Wo sind die Römer? Au! Volltreffer! Mein Dame, ich brauche da Medic. Aua, trifft es ziemlich gut. Irgendwann haben wir garantiert noch einen Flieger rum. Vielleicht nicht da vorne. Ich bringe ihn zurück ins verwundete Nest. Bleibt dort hängen, es ist angenehm. Aua. Au. 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 Oh.
Verdammt, ich bringe nie mehr her. Wo ist der letzte? Wo nicht? Autsch. Hä, du bewegst. Oh, oh, shit. Die verletzte, Richtung Osten. Was schießt du auf uns neu? Granatwerfer? Nein, der Boot nicht Granatwerfer. Der verletzte, okay, gut. Wenn du kannst laufen, dann lass ihn auf. Oh. Kladen auf. Ja, ich brauche irgendwie auch unnötig. Ich glaube, ich gehe mal mit zum Sani-Material. Yes. Würde ich auch, ja. Ich humple neu die Richtung. Wo ist der scheiß Container schon wieder gesehen? And those who tasted the bite of a sword. Weißt du eigentlich ein autonomes MG? Der Doomslayer. Wir haben es was? Ja. Es hat diverse autonome MG und GMG, das glaube ich im Bin nicht sicher. Ist das der Sani-Container? Ding rein. Oh, lass es. Jawohl. Ich glaube, oh. Da ist vor der verwundeten Nase. Wow. Wenn das Boot incoming, Jungs. Auf der Ostseite kommt jetzt ein Leo auf uns zu. Kleines Problem mit dieser ganzen Geschichte. Oh, Jugger ist gerade down und ich gerade nicht. Nicht fast da, du bist doch ziemlich kaputt. Raffi, du bist doch Medic. Ja, ich bin da, ja. Mach mal Medic. Schau mal zu dir, du bist ein bisschen aua. Yes! Aber ich habe den A12 mit Sprengschuss. Ein bisschen aua, ein bisschen im Ausfließen, ein bisschen schade. Ich brauche ein Monster und ein Schockistrengel. So. Auf, Jungs. Dann haben wir da mal den Query. So, also, jetzt habe ich einen Static Launcher mal für gebracht. Jetzt nehme ich das Tripod mit. Dann brauche ich noch. Dann ist schon basteln. Ja. Oh, du, wenn man schon mal probiert. Dann noch für Vater. Ach, das verstanden, schick. Ich bin den Jugger am Aufstellen, ich hoffe, die geht so lang genug. Verstanden, Raffi macht einen Kick-Ass-Job hier. Ah, man geht langsam die Fahrt aus. Baron Gleasing hat irgendein Fahrzeug. Raffi? Hm? Ich brauche Blut. Obwohl als auch. Einigermaßen dringend. Mhm, bin dran. Okay. Drück mir in der Zeit mal als Morphi. Und schon noch ein Dreis. Panzer auf 212. Doppeldosis. Hängt er mal weiter an. Leider habe ich es nicht geschafft, um das Ding zusammenzubauen. Schade. Ich weiß nicht, was fehlt dazu. Jetzt, wo ich da ankomme, bin ich jetzt kaputt. So, das ist doch länger. Nur noch, wie geht's mit dem Jugger? Beim CPR mache ich auf den Kunden nächstens. Verstanden, wenn er kommt, aufputzen. Schluss. Ostseite sind klärt sie. Jugger, Epi läuft. Haben wir einen Anti-Jug geworfen in dieser Hurenkiste? Ja, das Ding ist 20x110er. Danke vielmals, Nono. Wo ist das Fahrzeug? Zwei zusammen und. Zwei ist ein Panzer, ein Leichter. Das ist ein eigener. Ich wollte ja nicht sagen, aber es sieht aus wie ein NATO-Fahrzeug. Das letzte Mal, wo ich nachgeschaut habe, sind das unsere Kollegen gesehen. Aber ich kann mal nachfragen. Das ist Häuser. Gib noch weiter, was mir gesagt worden ist.
Genug Fahrzeuge gehabt, die auf uns geschossen haben. Okay, das ist NATO-Antiflakusführung, das sieht man doch. Samsi, wie geht's dir? Ich wiederhole mich da der ganze Zeit. Shadow bin ich auch nicht ganz in die Zone gesetzt. Bei ist angepisst. Ja gut, aber man sieht, das ist israelische Bauweise. Das sieht man auf 556 Meter. Jetzt habe ich Material nachrüst, ich habe mich wieder auf. Ja, stimmt. Das bis ruhig ist, kriegst du einen Sprengstoff ab. Schon wieder? Ja, aber jetzt vielleicht ja, schon wieder. Voll da. Jo, Chuckle. Ja. Autonomous GMG, wie baust du das Ding zusammen? Dankeschön. Brauchst du noch eine Lafette? Wie ein Langweiler. Aber ich habe nur noch P90er gesagt, zum Munitionenwaffe hat es nicht mehr. Doch, sollte das sein. Ja, jetzt habe ich mal beide Rucksäcke vorne angelegt, aber irgendwie habe ich keine Interaktionspunkte, um das Ding zusammenbauen. Einen musst du auf dem Rücken haben und dann über das Dropdown-Menü mit dem Mausrad. Ah, okay. Das ist Vanilla. Nerv! Wie geht's dir? Nein, Raffi, ich spring nicht! Nerv! Nein, schade. Gut, Digga. Lass mich mal anschauen. Do it! Wie geht's deiner Sunny-Ausrüstung? Du ein Flip! Du ein Flip, Faggot! Du ein Backflip! ich bin auch grün. Haben wir Kontakt? Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich habe auf deinen Rucksack nicht zugegriffen. Kannst du legen, was er gerade keinen hat? Hm? Das ist der Launcher Backpack, das ist nicht ein Backpack-Backpack. Was? Ja, ich probiere da so ein Ding zusammenzubauen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Was hast du hier? Ich hätte ein autonomes GMG. Tripod NATO. Raffi, du hast Blut verloren, kümmere dich mal drum. Gell, Raffi, also nein. Digi. Sayonara. Mhm. Okay, 15 haben wir. Wie sieht es bei dir mit Sunny-Ausrüstung aus? Ja. Wie hast du es da gemacht? Stimmt, fucking Bandage, das könnt ihr auch mal neu holen. Noch 8. Ich habe das autonomes GMG verrückt genommen, den Tripod angelegt und über das Mausrad nachher Assemble. Dingsbums gehabt. Ah, ist ein bisschen finicky, was der Punkt. Ja, genau. Brauchst du noch Sunny-Ausrüstung? Darum sage ich ja. Das ist ja nicht zum selben Tag an, das ist einfach kein Rucksack. Ja, ich stelle es darum einfach mal da an, jetzt wenn ich wieder Böden bekomme. Fucking helfer Gott, kann ich antworten. So weit die Idee zumindest. Danke. Verstanden, antworten? Verstanden, Pazifikflotte ist unterwegs. Haltet einfach noch stehen. Was hätte noch mehr da drin? Sekunden, die Arschlöcher sind immer noch unterwegs. Gott, Damian, was hätte ich noch müssen machen? Ihr fucking Tee fertig gesoffen? Verstanden, sind auf dem Weg 15 Minuten ETA. Die sollten das nächste Mal ein schneller machen. Also so, das sind keine 30 Minuten gesehen. Es war Stone gesehen, Antwort. Willst du mal auf die andere Seite und einen Static Titan aufbauen? Das ist ganz schön wie. Können wir für die letzten 15 Minuten noch einen Drop an Munition einbauen, oder müssen wir da drauf mit Messer nach dem Feinwerfer antworten? Okay, bau jetzt einen Static Titan auf. Oder probier's zumindest. Da hat es noch MG Munition. Wir haben vom Feind Munition, Waffen, bekommen und bräuchte jetzt eine Munition also für Miniguns und Assembles. Ja. Ich glaube, nein, du hast nicht A12. Weil ich habe noch MG gefunden. Alles. Du hast auch eine MG12 gesattelt. Nein, ich habe eine Munition dafür gefunden. Hat der Jogger gemeint, dass er eine A12 geschnappt hat. Jo. Macht Spaß mit der Streitung. Ja, das ist das Beste, was du sagst, dass ein Ding an uns geschossen hat. Langsam war ich im Bild mit dem. Obwohl ich ja zurückgelebt bin. Jogger. Das Sie bekommt langsam Zang. Wieso? Ich so gesehen, so, ja, Pazifikflotte ist auf dem Weg, vierte Stunde, so. Also zurück im Sinne von, ja, ey Gott, da müssen die sich so Zeit, so. Und das ist auch so. Ja, wir arbeiten halt mit dem, was wir haben, oder? Nach dem Lager Delta und kriegen wir noch Munition. Ja, was braucht ihr? Ja, wir haben den Feind können organisieren und brauchen Minigun-Ammunition, AA-12-Ammunition und eigentlich alles.
Nachher ist es so der Meinung, sie hat den ersten Angriff abzuwehren, mit einer P90 Fähigchen Munition verschwendet. Und der Samsung immer so eiskalt, so, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Good one. So, jetzt muss ich den da anlegen. Wie sieht es bei Zahnausrüstung bei dir aus? Hast du mal aufgefüllt? Ah ja, kannst du mich daran erinnern, ich brauche Bänder. Kann ich was? Bandage. Läuft mal noch irgendetwas? Oder kannst schnell auffüllen? Was warten wir? Raffi, komm ich mit. Wieso kann ich das nicht? Bessere Zeiten oder so? Machen wir gemeinsame Bonding-Session. Oder so. Bondage Collector. Kann doch eigentlich sein, dass ich da ein... Wahrscheinlich mit diesen Geißeln, die wir mal hätten zu auflösen. Keine, ich weiß nicht, was hast du für eine Knarre? Ich habe lachen von meinem ganz mieses Gefühl bei dir. Das hätte nicht mehr anders. Du musst ja auch mit mir Sonny spielen. Oh, Bandages, das geht nicht mehr. Ich mag Bandages. Bandages sind... Außerdem liegt es, glaube ich, noch... Was liegt das neben dran? Nicht mehr, was Munition hat. Also wenn der Fahrzeug kommt, da vorne weg, kann ich ins Dating Tracken lassen. Ausser am Unterlauf Granat werfen. Das bringt mir schrecklich viel. Fahrzeug? Schaut eigentlich ein, wenn jemand richtig Süden... Ja, weißt du? Nice work. Wieso gehört doch uns? Wer liegt da? Können wir nochmal Bötli? Ja, ich höre irgendeinen Motor. Jaco, lebst du noch? Sag, das ist auch spannend. Ich bin gerade am Rauchen. Aber ich sehe so nicht, das ist lustig. Jaco, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um während dem Arbeiten schlafen. Wow, was war das? Sag, dass das unsere Explosionen sind. Nein, ich glaube... Chaka? ...eine Gesellschaft. Hallo. Das ist unsere Flak, die mit irgendetwas ein Problem hat. Okay. Ja, wir haben Heli. Das ist der Tari, das Problem löst. Reload. Chaka, hörst du mich? America! Fuck yeah! Scheiße. Chaka, ich weiß nicht, ob du mich hörst, weil anscheinend hörst du mich nicht, wenn ich 2 Meter vor dir stehe. Alles klar. Was kann man nicht sagen, dass du mich suchst, du Depp? Weiß nicht. Der ohnmächtige Body da vor mir bist anscheinend nicht du, aber das Audio kommt von dort aus und ja. Yeah. Ich schaue dich gerade an. Ich stehe links von dir. Oh, ich bin anti-Air-Zeit, wo ich vorne. Ich habe einen Screenshot, der etwas anderes sagt. Die Screenshot lügt. Geht mal stille. What the? Der feindliche oder feindliche Helikopter? Keine Ahnung, schau nachher. That's creepy as hell, ich verschwind von da. Halt stille. I'm gonna shove my fist somewhere else. No. Was hat er jetzt nicht gemacht? And there's even more! Haben wir gerade den dritten Weltkrieg angefangen? Yep. Scheinbar ja! Also ich sehe das Problem nicht, den dritten Weltkrieg haben wir vorher gewonnen, wenn das ist jetzt der vierte. Sind wir jetzt schon am fünften? Das ist mein Problem. Ich mag nicht 4 Welten. Da. Ach man. Nope. Komm, der trifft. Ich muss mal die Spülzeugkiste. Ich bin aber wieder ein bisschen lustig unterwegs da. Jetzt würde ich gerne in einer F-18 hocken, Gaff. Fatal Feind ist in die Richtung. Fuck you! In welche Richtung? Hochladen. Dort aber, okay. Doch ja, genau. Dort war ich alle Schüsse. Ja, wenn ich schon wieder alles. Ich sehe da gerade einen Feuerbau runtergefallen. Ist das das, was du gemeint hast? Vorher sind dort mal 4 Helis gewesen. Aha. Ich brauche die nächsten 5 Festplatten. Hast du dir zu Festplatten verarbeitet? Genau, Quantum Fire. Ich meine, auch noch 75, hey, also so ist es ja nicht. Okay. Da kann man auch ein Helikopter kommen. Nein, echt? Vielleicht wird er nicht sterben.
Komm, jetzt triffst du ihn. Jetzt bewegt er sich so fast nicht mehr. Moment, Passing. Was? Passing? Rafi, du bist spät. Oh, du stehst doch ein bisschen im Zeug da oben. Ah, Jagger ist ein Zeichner. Was ist Jagger am Zeichner? Nicht. Was zeichnet denn der Jagger bitte? Jagger, Munition sparen und Shit. Ah. Der Jagger liegt hinten beim Boot, voll auf dem Boden, auch wenn es nach mir geht. Es ist mehr Spray and Pray mit dem Ding. Hey, da kommen zwei mehr. Raffi, du kannst noch mal eine Chance. Dort hängt ein Laptop, aber ich will noch. Wahrscheinlich noch ja, nicht. Ohne Nachtsicht sehe ich besser. User kommt, der muss treffen. Ja, Mann. Nein, warte. Dann sind es doch mehr Double als zwei. Crossing. Es ist nur noch einer. Raffi, deine Chance. Nope. Ich finde das schön, dass ich keine Nachtsicht mehr brauche. Ja, Nachtsicht brauchen wir wirklich nicht mehr. Immerhin etwas. Also, was ich wirklich gerade hure dicke würde, wäre... Let them be light. Aber wieso schlage ich von vorne über viele Granaten ein? Nein! Was? Was nein? Sandsack! Oh, Roger sieht schön aus. Ich hab Kopf dran. Mach die nicht beide. Ihr steht einfach zu dicht aneinander drauf, wenn ihr während ihr die Dinger benutzt. Ja, wir haben ja voll fast, wir haben einen Container, das ist vor allen Dingen das Problem. Nein, jetzt sind Container wieder zurück, ne? Willst du gerade Alligator fressen? Ich geh da nochmal in den Angus her. Kluge Entscheidung. Schick, bewegen während ich dich verbinde. Kommen wir jetzt innen auf 10. Ich verpiss mich da mal. Feindlich! Ach ja, nee! Er hat denkt, irgendwann mal die Homebox das organisiert. Wir haben es versucht, aber... Was soll ich denn erzählen? Wir haben den vierten Weltkrieg gerade ausgelöst. 50. Was, haben wir jetzt den vierten auch schon gewonnen? Immer noch kein vernünftiges Gott verdammt für fucking hell. Antworten. Fucking hell, verstanden von Gott verdammt, Antwort. Ich weiß immer noch nicht, wer wärst. Verstanden, Kopf. Wir haben da feindliche Chats im Kampfgebiet. Ihr solltet da ein bisschen vorsichtig sein, antworten. Was ist? Nix. Das ist schon cool. Ich habe gerade 4F18 von der Pazifikkarte ins Gebiet. Da hast du ja noch oben selbst. Ich weiß nicht genau, was ihr seht, antworten. Verstanden, die Flügel sind aus, dass man sie als feindliche. Das kann ich glaube, wie heißt es, als Check, was sie sagt, identifizieren, antworten. Dikra, Chokra, Chakra? Ah, fuck you. Kann ich mich wieder bewegen, Ono? Ja, ich muss da schnell. Away! Schmerzmittel geben und auffüllen und dann bist du wieder komplett so. Danke. Es sollten dann noch 4 F18 also irgendwo in der Luft sein. Ich würde, dass es 4 bleiben. Ah. Erklärt das der Gegner? Ich glaube nicht, dass das ein FA-18 ist, auf das ich gerade schiesse. Ach, Chuck. Dann ist ja gut, dann kannst du ja auch weiter. Das ist aber. Das ist die F18, Chuck. Handling abgeschlossen. Ich sehe, dass die F18 ja, sind F18. Hey, wieso? Da meine ich mit, es ist der Handling abgeschlossen. Ja, ja, sehe ich auch nicht zielen. Sam, sie stehen bleiben. Nein, ich treffe. Nein, ich komm weg. Treffen wir nicht unter den Appenstoff. Fatal gut. Digi, schon wieder verletzt, Gott verdammt. Hey, was? Ja, Gott verdammt. Was soll ich Homebox sagen? Was? Dass der Digi verletzt ist. Ah. Gott, nein, das mach ich jetzt nicht. Ist da nichts los da? Warum fliegt dort hinten noch etwas? Warte, ist der freundlich?
Okay, Sigi will, will nicht verbunden werden. Wer will das schon? Ich bin doch. Ja, das Blut ist einfach noch am Laufen gesehen, als du davor gerannt bist. Glückzeug ist noch etwas. Ah, oh, das ist einer von uns. Das ist ein cooler. Stillhalter, Roger. Oh, hey. Oh, oh, er hat gerade eine Rakete abgeführt. Im Verarzt musst du mit dem Patienten reden, das ist grundsätzlich immer so. 244. Kann nicht, mach kein Plane Watching. Hört auf unsere Jäger schiessen! Crossing. Au. Du Vollidiot! Medic. Medic. Autsch. Hier. Ich träge gerade meinen Lounge oder was? Was Boot? Ich glaube, Samsi braucht auch einen Medic, eine Vornummer genommen. Die Anti-Air-Missiles, also wenn die Abfeuer ist, die machen auch. Herr Samsi, willst du im Brauen ja. Medic? Nein, im Samsi geht's gut. Ja, ich weiß. Das ist aber nicht euer Verdienst. Okay, das kann ich ändern. Was? Nein, bitte nicht. Please not, Daddy. Was? So. Nein, immer noch eins, Board Bearing 242. Binden. Raffi, erinnere mich, dass der noch kein Medic mehr ist. Mach zwei Board. Drei. Au. Oh. Ah, jetzt kann ich sagen, es sind drei, aber ich sehe nicht, weil irgendwie aus irgendwoher ein Flashbang kam. Da bin ich unschuldig. Und weniger. Gut läuft. Und ich habe das Gefühl, das eine steht dann nicht mehr dort im Zug rum. Die sollen einfach nur in die Range von meinem RXM25 kommen, komm. So. Trauer euch. Bild, kurz, warte bis sie nachher kommen. Really? Mit der P90? Lass mal noch was übrig. Erzähl das den Chats. Nö, das ist der Titan von mir. Fuck, verdammt. Der Rest von der Pazifikflotte die ist jetzt unterwegs und Raumsgebiet. So, Bötli wäre eine Geschichte. Im Himmel sein. Ganz Bescheid, wenn alles durch ist, dann schicken wir den Helikopter los. Antwort. Verstehe, der 8F8 sind in der Luft und zerstören alles, was es noch übrig ist. Sobald da Stille ist, sollen wir E-Weg anfordern. Das ist herrlich, ein statischer AT-Launcher und auf dem Rücken der Anti-Air-Launcher und jede Menge Raketen im Ding. Boah, das war meine erste grammatikalisch korrekte Funkkonversation mit dem Shadow gesehen. Bett! Du kriegst da her. Hör auf, Wörter verwenden, die du nicht verstehst. Bearing 66, weitere Bötli. Ja, grammatikalisch korrekt ist wahrscheinlich nicht gewesen, vor allem, ja, ne. Du weißt, was ich meine. Ja, Bearing 66, gut. Bitte, der Böti, das ist ein gesamte Partie. I need to go. My people need me. Unsere Chats kümmern sich drum. Yep, it's an our Pacific Fleet. Und du machst Brücke kaputt. XM5V20. Type. Kaufen, zieh jetzt. Ah, fuck, nachladen. Oh, hi. Die haben ihn nicht wollen. Komm weg. Okay. Die scheiß Brücke ist einfach im Weg. Au. Au. Weichheit. Ja, super. Kein Bondage mehr. Kannst du bei mir klauen? Wollt mich gucken, kaputt? Jugger down, BBM. Brauche einen zweiten Medic, bitte. On way. Wir hätten den abbekommen. Wir haben keinen Gurrikast mehr vergangen. Was hast du? Was? Ich habe kein Bondage mehr, kein Tourniquet mehr. Haha. Was kommt da her, ich flieg nicht zusammen. Bleib mal stehen. Kann ich auch nicht. Fuck, warum ist das so hell? So. Ich kann dich nicht einfach humpeln lassen, das geht nicht.
Da, schau, jetzt kannst du wieder laufen, ist das nicht schön? Danke. Du warst CPR. Jetzt kannst du wieder den Trigger drücken, ist ja. Das nicht schön? Warte, das Schlimmste haben wir mittlerweile falsch. Schon. Du kannst die Waffe heben. Mach viel. Ich bin Linkshänder. Alles okay. Ha! Ich kann die Waffe nicht heben, aber ich kann abdrücken. Ja. Jetzt kannst du abdrücken. Puls. Noch nichts. Und jetzt hast du wieder einen Torso, der das Ganze zusammen verbindet. Okay, nochmal CPR. Ja. Luxus. Ja, absolut. Ich mach ein CPR. Braucht man noch eine Antibötli-Kanone? Die funktioniert gut. Nochmal eine. Ja, jetzt hat es ja keine Böte mehr, hat schon alle kaputt gemacht. Ja, wir sind effizient. Okay, cool. Okay, so kann man das auch nennen. Ich weiß nicht, ich bin damit beschäftigt, das Deck voll zu blüten. Der Jug hat die ganze Zeit pennt, wenn es nach meinem Bildschirm geht. Okay. Die Screenshots muss ich nano gehen. Haben wir alle Hexes? Noch zum die Frage beantworten. Ja, wir sind alle. Sieht eigentlich bis jetzt gut aus. Sieht noch irgendjemand irgendetwas? Sonst würde ich E-Weg anfordern. Wir verschwinden von da. Auf Bearing 270 ist ein großer Luftkampf in Gang. Kann nicht unser Problem sein. Wenn noch genug nach ist, zum Beenden, dann beenden? Oder es ist nicht unser Problem? Jugger, du hast Arbeit. Was? Ah, boah. Jugger, Luftkampf Richtung 270, ich glaube, du hast Arbeit. Ja, wo ist da der Luftkampf? Der ist schon beendet. Bis ihr einmal endlich kommt. Angeber. Akku. Jo. Das nerv. Nerv. Was? Nerv. Sag mal, hast du mal einen Full Heal bekommen? Aus. Was? Full Heal. Oder? Das ist nur einer mit dem Zielding. Du hast einen Feinderkönig. Weil du bist vorhin noch blau gewesen bei mir. Es war alles so bunt und aber jetzt bist du wieder komplett weiß. Wir sind beide freundlich. Okay, ja, danke. Fucking hell, verstanden, schick. Aber weißt du, die Freundlichen haben so ein Pünktchen zu kreuzen, Dings rundum. Feind nicht. Der ist zum Beispiel ein Feind. Warte, ne, ich höre gar nicht. Kann ich denn? Verstanden, kann ich soweit bestätigen. Ich bin verstanden. Dann hakt sich schön in dieser Jahreszeit. Sag mal, weißt du. Schön! Du hast einen Rucksack gehabt, ich denke, du hast einen auf dem Buckel. Die nächste Mission mache ich, glaube ich, allein, so wie es aussieht, ne? Nein, du bist mitgegangen. Hä? Ich habe nie auf irgendetwas Feindliches geschossen. Der Chef ist nicht verantwortlich. Nein, aber du bist verantwortlich für den ganzen Scheiß. Genau, er geht. Ah, du bist verantwortlich und B. Hast du da bitte so viel Sprengmunition in deiner Waffe? Nein. Können wir uns kurz über Einsatz von Au. Was? Wow! Battle down. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ich weiß so nicht. Hat eine Reaktion ausgelöst. Medic hier. Wer ist alles tot? Ja, ich hoffe, der hat auf mich geschossen. Ja, aber man hat, ich muss gerade mich selber zuerst verbinden, dank der netten Granate. Ah, du bist schon mal ganz. Au. Helikopter kommt hier, keine Ahnung, ob es ein Verbündeter ist. Vielleicht. Verbündeter, wie wäre es, wenn nicht drauf schiessen und wir kommen auch schon uns gegenseitig nicht, damit wir nächste Woche noch Leute haben zur Mission spielen? Hey, Moment, da ist nächste, nächste Woche werden einfach die, die bei dieser Mission nicht dabei gewesen sind, dazu gebraucht, um uns alle in den Zellen bewachen und füttern. Und wir müssen ausbrechen, oder was? Oh, was macht der Heli? That would kind of be an awesome mission, yes. Okay, das wäre echt witzig. Lasst alles da, wo gegen euch verwendet werden kann. Und verbrennen es.
Oder nehmen wir es mit und stellen es bei euch zuhause in den Schrank und der Heli-Pilot kann nicht fliegen. Nein, da ist er doch jetzt sehr hart. Hey, hast du mindestens gelandet? Weißt du was? Wer schießt jetzt wieder auf wer? Bitte. Ist du jetzt gerade Samsi für Schweizer Käslöcher? Möglich? Ah, lass mich nicht. Das müssen wir wirklich fast machen, die nächste Mission, Prison Escape. Wo einfach die ganze SOS eigentlich aus dem Gefängnis ausbrechen, weil wir wegen dem Scheiß im Bau gelandet sind. Also die Verhandlung wird ja lustig. Geht mal hinten von den Sitzen auf Passenger Seats für, ich muss da etwas einladen. Ja. Wieder da. Wir machen das Samstag. 6, wer fehlt? Ist der? Hat man sie alle. Ah, 6 andere. Olen! Was hat der Samstag denn wieder angestellt? Der Vater hat seine. Hat die Justiz vollzogen bereits. Wieso? Das habe ich doch bereits gemacht. Ja, ab langsam muss ich jetzt aber zu Vatel seiner Verteidigung sagen, so wie ich da gesehen habe, zuerst der Vatel mit der Pistole auf der, der Samsi mit der Pistole auf den Vatel geschossen, nachdem der Vatel halt sich gewehrt. Ja, nachdem der Samsi auf den Vatel geschossen hat, habe ich dem Samsi den Headshot verpasst. Eigentlich ist das schon erledigt. Wieso fehlt eigentlich das Take-Prisoner-Symbol? Was? Ah, scheiße. Ich hab kein Ding. Tech-Priester-Symbol? Mal Kabel-Tai hätte, wieso kann man es da das Amsi nicht gleich schon? Weil es schon ist. Ah. Oh, mach mal TPM schon, Amsi. Er lebt schon wieder. Aha, warum lebt er nicht mit uns? Aus bekannten Gründen. Ist das gegangen? Alles, was er sagt, kann und wird gegen ihn verwendet. Und alles, was er nicht sagt, auch. Also ja. Wenn ich würde leben, würde ich leben. Das ist der Part, den er noch nicht ganz gelernt hat. Aber das könnten wir wirklich machen nächste Woche. Ich meine, er hat jetzt ja die Ziviluniformen und so gebracht. Ja.